Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats hier bei Wrestling-Infos.de. Eine weitere Woche liegt hinter uns. Wir haben tatsächlich eigentlich nur die Weeklies zu besprechen bei diesem Wochenrückblick, wenn es nicht das eine oder andere kleine Detail gegeben hätte, das auch wieder mal abseits des Rings erwähnenswert erscheint. Streng genommen ist es tatsächlich nur ein Detail. Es ist auch kein wirklich neues, wenn man es als solches sich anguckt. Wenn man allerdings ein bisschen genauer den Blick auf dieses Detail wirft, finde ich, kann man da aus pseudo-juristischer Perspektive geblickt das eine oder andere vielleicht doch mehr raussehen als das, was man bisher schon weiß. Ich spreche von dem für viele kaum noch zu ertragenden Thema Klagewelle gegen Vince McMahon. Wir wollen das, haben Chris und ich auch mehrfach gesagt, nicht zu Tode reiten, aber vor allem wollen wir es auch gar nicht jetzt moralisch immer mit Tränen erstickter Stimme hier anprangernd zum Gegenstand machen. Aber wenn sich neue Entwicklungen darstellen, haben wir gesagt, wollen wir drüber sprechen. Und ich finde, es ist jetzt eine Entwicklung, die eigentlich nicht so neu ist, die aber für viele vielleicht neu daherkommen könnte. Und das eine oder andere Detail oder besser gesagt Konsequenzen für die Zukunft für Vince McMahon möglicherweise mit sich bringen könnte. Zumal wir auch in diesem Zusammenhang mittlerweile ja Bezüge zu höchsten Exekutivämtern in Amerika herstellen können. Da hat sich ja der gute Donald Trump jetzt letztens auch juristisch verantworten müssen. Besser gesagt, er wurde verurteilt. Und auch da ging es faszinierend um Schweigegelder an eine ehemalige Pornodarstellerin, die von Donald Trump wohl nicht verbucht und in die Bücher gepackt worden sind. Also ein Schelm, wer Böses dabei denkt, dass Vince McMahon mit seiner Family sich damals im Oval Office hat ablichten lassen. Da sind wohl zwei Brüder im Geiste. Zumindest bei Trump ist es jetzt ja nur zu einer offiziellen Verurteilung gekommen. Bei Vince McMahon stehen wir da noch ganz am Anfang. Aber die Vorwürfe, die scheinen sich doch in gewisser Hinsicht relativ zu gleichen. Darüber wollen wir sprechen. Da freue ich mich wieder, dass ich das heute machen darf. Herzlich willkommen aus München mit unserem Christian, unserem Chris. Ja, wunderschönen guten Tag. Langsam habe ich mich daran gewöhnt, dass die Anmoderation aus München stattfindet, auch wenn ich jetzt tatsächlich mal wieder in Wien war. Ich habe gutes Wetter hier, die Tür ist offen, ich lasse die Sonne herein und freue mich auf eine neue Ausgabe mit dir, auch wenn in den Weeklies nicht viel passiert ist. Ich denke, wir werden da sicherlich irgendwo festkrallen und drüber reden. Und da bin ich auch wieder gespannt, was für ein Ergebnis rauskommt. Und ja, da freue ich mich wie jede Woche darauf und bin gespannt, was auch für die User für Kommentare hinterlassen haben. Da ist es ja auch wieder ein Punkt und ja, bin gespannt. Ja, wir haben bei den Usern, glaube ich, auch sogar die eine oder andere Frage diesmal gedroppt bekommen, auf die wir gerne eingehen wollen am Ende. Also die Startseite war wieder sehr, sehr gut vertreten. Also ich glaube, mich hier hat sich, also herzliche Grüße schon mal an ihn, hat sich sogar extra nicht lumpen lassen und hat mal wieder auf der Startseite was geschrieben, damit da auch wieder was kommt. Hätte er diese Woche gar nicht machen müssen, denn da waren auch so schon genug Kommentare diesmal. YouTube hat wieder, glaube ich, die 50-Kommentare-Grenze erreicht. Also da lief alles in bester Ordnung. Also wir werden auch da noch das ein oder andere am Ende finden. Ja, Chris sagte schon, bei den Weeklies war so viel Licht. Allerdings wird man auch da das ein oder andere vielleicht finden, um sich, wie er sagte, festzubeißen. Und auch da, glaube ich, liegt der Mehrwert tatsächlich in den Details. Und auch da ist der Mehrwert vielleicht größer, als man glauben kann auf den ersten Blick, soll also auch später bei den Weeklies uns noch weiter beschäftigen. Damit würde ich sagen, gehen wir in Medias Res und fangen an mit dem Thema, das ich einleitend auch schon angesprochen habe, Vince McMahon. Da sind wir nun alle mittlerweile mehr als nur informiert, dass General Grant gegen Vince McMahon, gegen WWE, das ist sehr interessant, also eben auch gegen WWE, und John Laurinaitis geklagt hat und Schadensersatz möchte. Soweit, so gut. Wir haben vor zwei Wochen, glaube ich, darüber berichtet, dass das Vince McMahon Camp, natürlich unterstützt von WWE, ist ja klar, die sind ja mit sozusagen juristisch zur Verantwortung gezogen von der guten General Grant, dass Vince und das WWE Camp
alles Mögliche jetzt publik gemacht haben, dass und warum General Grant eigentlich nicht wirklich glaubwürdig ist, was ihre geldgierigen Intentionen seien und so weiter. Also das ist so typisch das, was man vor Gericht macht. Wir haben darüber gesprochen. Wenn ihr es nochmal in den Details haben wollt, verweisen wir euch gerne auf besagten Podcast beziehungsweise auf die Quellen, die wir da auch dann zitiert haben. So, das ist aber, das hatte ich, glaube ich, auch schon ein, zweimal angesprochen, nur ein zivilrechtlicher Schadensersatzprozess. Ja, also es geht da wirklich nur darum, ob General Grant von Vince McMahon und oder von WWE und John Laurinaitis Schadensersatz bekommen kann für das, was da gelaufen ist und was da jetzt eben erstmal festgestellt werden muss. Und so ein Zivilprozess läuft also ganz, ganz grob und vereinfacht nach allem, was man da so rausbekommen kann, dergestellt ab, dass die Person, die was will, Beweise vorlegen muss und die Person, die verklagt wird, sozusagen klar machen muss, dass das, was der Kläger sagt, so nicht ist gewissermaßen. Und da gilt der Grundsatz, denke ich mal auch in Amerika, dass die Person, die was haben will, beweisen muss, dass das so ist, was sie behauptet, damit es Schadensersatz gibt. So, das wird jetzt gerade in diesem Zivilprozess ausgeklügelt sozusagen. Und da sind wir mittendrin und haben diesen Austausch, wie man es aus dem Boxring kennt, Partei A schlägt zu, Partei B schlägt zurück, mal kann geblockt werden, mal nicht. So läuft das dann eben. Und jetzt ist aber ein neues Detail gekommen und ich habe das, glaube ich, vor 2 oder 3 Wochen auch so gesagt. All das, was jetzt gerade groß diskutiert wird und was Vince McMahon und sein Camp ja auch medienmäßig mit großer Beachtung vorgetragen haben, betraf nur den Zivilprozess. Und ich habe damals, glaube ich, sogar gesagt, wir wissen gar nicht, was in der strafrechtlichen Ebene derzeit passiert. Da war nämlich Stillruht der See, keiner wusste irgendwas. Und da ist jetzt tatsächlich vor einigen Tagen eine sehr interessante Nachricht rausgeploppt, dass das US-Justizministerium wohl Kontakt aufgenommen haben soll zur Anwältin von General Grant, Ann Kellis wird sie wohl genannt, und mit ihr dahingehend sich abgestimmt hat, dass man doch vielleicht den zivilrechtlichen Prozess erstmal aussetzen sollte. Ist natürlich interessant, warum sollte man den zivilrechtlichen Schadensersatzprozess aussetzen? Hat auch die Quelle gleich rausgehauen, weil man vielleicht doch erstmal die Ermittlung der Staatsanwaltschaft abwarten sollte. Das heißt, Zivilprozessrecht alles auf Halt gesetzt im Moment und die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, die gehen jetzt weiter. Und zwar nach allem, was man gehört hat, erstmal Pause für ein halbes Jahr. Und in diesem halben Jahr wird jetzt die Staatsanwaltschaft die strafrechtlichen Ermittlungen, die sie ja die ganze Zeit über schon geführt hat, wohl nicht nur aufnehmen, denn sie liefen ja schon, sondern wohl intensivieren und wohl in einem halben Jahr vielleicht zum Abschluss bringen könnte. Die Anwältin hat bereits gesagt von General Grant, dass man mit den Behörden natürlich kooperieren werde. Ist ja auch nachvollziehbar. Das Camp von General Grant wird natürlich genug Beweise gesammelt haben müssen für den Schadensersatzprozess. Und man wird den Behörden wohl das, was man weiß, zur Verfügung stellen, damit die Behörden jetzt ein bisschen mehr Futter haben, um strafrechtlich weiter zu ermitteln, aufbauend auf dem, was das General Grant Camp eben schon so hat. Ja, und dann wird man mal schauen, was die Staatsanwaltschaft da macht. Noch einmal, es geht jetzt nicht mehr darum, wie der zivilrechtliche Schadensersatzprozess ausgeht. Zumindest ein halbes Jahr lang wird es darum nicht mehr gehen, sondern es geht jetzt wirklich nur noch darum, was die Staatsanwaltschaft von New York ausermittelt und was in Bezug auf das Sexualdelikt, das in Rede steht, ja, also sexuelles Fehlverhalten, Sexhandel und so weiter, was man da alles gehört hat, inwiefern das strafrechtlich relevant ist. Und ihr merkt, das geht hier nicht mehr um die angebliche Falschverbuchung von Schweigegeldern. Das war ja das, worum es bei Donald Trump ging, dass er der Pornodarstellerin, wofür auch immer, ja, Schweigegeld gezahlt hat, das aber nicht richtig verbucht hat. Ja, das ist bei Vince McMahon ja auch Thema, aber im Vergleich zu dem, worum es jetzt geht, sind das nur Peanuts gewissermaßen. Und da sind wir jetzt tatsächlich ganz am Anfang. Aber eins ist auch klar, wenn die Staatsanwaltschaft ermittelt, dann ist da auch schon mehr als nur ein Zuruf sozusagen
im Raum. Zumindest deutet viel darauf hin. Und das kann natürlich jetzt tricky werden. Für den Schadensersatzprozess bedeutet das eigentlich nur, dass wenn die Staatsanwaltschaft ausermittelt hat und dann irgendwie es zu einer Anklage kommt und am Ende vielleicht sogar zu einem Urteil gegen Vince McMahon, dass dann der Zivilprozess, ich will nicht sagen eine Formsache ist, aber sozusagen im Nachgang an die strafrechtlichen Ermittlungen und an Strafverfahren sich anschließend natürlich auf dem aufbauen kann, was nachher gerichtlich da ausgeurteilt wird und das dann für den eigenen Schadensersatzprozess irgendwie sich zunutze machen kann. Also da ist dann, sag ich mal, die Beweisaufnahme halbwegs, ist der Drops gelutscht gefühlt. Und jetzt wird es wirklich hart und heiß für Vince McMahon, dahingehend, dass jetzt die strafrechtliche Kiste kommt. Vorher ging es nur um Geld, jetzt geht es um Knast, so salopp gesagt. Und das kann doch lustig werden, denn Sexhandel und so weiter, also wenn das denn so stimmt, also da sind ja auch jetzt neue Details rausgekommen, die ich so noch nicht auf dem Schirm habe. Angeblich soll es wohl so gelaufen sein, wie gesagt, ich habe das nur aus Quellen jetzt gelesen, ihr wisst es vielleicht auch schon längst und vielleicht sogar auch viel besser als ich, dass Vince McMahon General Grant wohl als so eine Art Goodie ausgelobt hat für den Fall, dass Brock Lesnar seinen WWE-Vertrag verlängert. Und zwar dahingehend, dass sie sich bitte Brock Lesnar körperlich zur Verfügung stellen soll, falls Brock beliebt, seinen Vertrag für WWE zu verlängern. So, und da wird es jetzt natürlich sehr interessant, inwiefern Vince da tatsächlich eine Machtposition hatte, die gegen den Willen von General Grant ausgenutzt hat, inwiefern General Grant aus Liebe das freiwillig gemacht hat. Also da kommen jetzt interessante Grenzbereiche auf uns zu, die strafrechtlich ausgelotet werden. Mega spannendes Thema. Jetzt müssen wir natürlich sich genau mit dem US-amerikanischen Straf- und Zivilprozessrecht genauer auskennen. Also ich tue es sicherlich nicht. Vielleicht weiß von euch jemand mehr. Also da sind wir sehr, sehr gespannt, da irgendwie interner vielleicht zu hören. Aber das kann man festhalten. Strafrechtlich ist der Stein jetzt nicht nur ins Rollen gebracht, der lief schon vorher. Oder er rollte schon vorher. Aber jetzt rollen noch ein paar mehr Steine mit. Und die sind nicht klein. Und man muss jetzt gucken, ob das Ganze strafrechtlich irgendwie aufgehalten werden kann aus Sicht des Camps von Vince McMahon oder ob das tatsächlich eine Lawine wird, die durch nichts mehr aufzuhalten ist. Und daran wird sich eventuell der zivilrechtliche Schadensersatzprozess noch anschließen, der dann aber, wie gesagt, eher das kleinere Übel ist, je nachdem, was bei den strafrechtlichen Ermittlungen rauskommt. Und Chris, damit zeigt sich das, was wir schon überlegt haben oder angedacht haben. Das Ganze, was medienmäßig groß rausgehauen wurde in Bezug auf die Zivilklage und General Grant und so weiter, ist doof und überhaupt. Das ist jetzt nur noch eine Randnotiz, denn jetzt wird es strafrechtlich interessant und die Karten werden neu gemischt. Also für Vince wird es zumindest nicht entspannter, so wie es aussieht, oder? Ja, wie du schon gesagt hast, in der Zeit, wo WWE Hall of Famer Donald Trump auch verurteilt wurde, dass man ein solches Update bekommt. Das Gute an solchen Updates, ich glaube, das hier ist eines der größeren, ist ja, dass du das Ganze immer wieder besprechen kannst. Und das haben wir auch schon gesagt, wollen wir machen. Die Gefahr der heutigen Zeit ist auf jeden Fall die Schnelllebigkeit. Bei vielen Geschichten hat sie sich bewährt. Und hier glaube ich schon, dass man dagegen hält. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig. Ja, und die Steine, die ins Rollen kommen, ja, ich habe irgendwie so geglaubt, so, dass man darauf vergisst, beziehungsweise sich schnell dann auf eine Summe einigt und dann gibt man sich die Hände und das Ganze wird dann in eine Kabine wandern mit ganzen Ordnern. Aber offenbar geht das Ganze jetzt, ja, ich möchte nicht sagen in den Endspurt, ich glaube, beim letzten Update haben wir irgendwie so versucht zu herauszufinden, wo man sich da befindet, eher am Anfang, Mitte oder am Ende. Ich glaube, irgendwo kurz vor der Mitte oder Mitte wird man sein und jetzt, glaube ich, will man den Endspurt einleiten und da bin ich unglaublich gespannt. Ja, also es ist ja immer wieder so verankert im Hinterkopf, wenn man über WWE spricht, dass da natürlich etwas im Hintergrund liegt und das darf nicht vergessen werden und vor allem, wenn man sich auch die Veränderungen ansieht. Also ich bin immer wieder, wenn ich zufällig entweder im Free-TV Raw sehe oder SmackDown oder irgendwie durch das Network, wird einem sofort bewusst, was sich da alles verändert hat. Und auch Orten, ja, also das kann man, glaube ich, auch mit hineinnehmen, der sich ja corporate-mäßig äußert und sagt, ja, ich verdanke dem
Mann, alles, meine Karriere, mein Leben, das ich führe, aber es ist, glaube ich, eine ganz gute Geschichte, dass der nicht mehr dabei ist. Hat sie mir auch, glaube ich, eine Auszeit verwehrt und hat gesagt, ja, das Alter kriegt uns alle, Randy, und ich brauche dich bei den Shows. Also man sieht das unter Triple H, hat Orton auch gesagt, die Geburtstage, die Weihnachtsfeste und die Gesundheit doch im Vordergrund stehen und ja, ein unglaubliches Schwarz-Weiß-Muster. Aber bei diesem Thema, was mir irgendwie vor Augen führt, ist, wie unfassbar kompliziert, aber auch unfassbar nüchtern das Ganze eigentlich vonstatten geht. Jetzt unabhängig davon, ob da was stimmt oder nicht, die Anklagepunkte sind schon ziemlich hart und das muss alles irgendwie sogar ausgegrenzt werden und einfach nüchtern mit Beweisen geklärt werden und das ist schon heftig und ich muss sagen, ich war tatsächlich irgendwo, ja, nicht überrascht, gleichzeitig enttäuscht, dass man vielleicht so den Strafprozess ein bisschen, ja, vergessen hat, aber immerhin scheint das Ganze jetzt Fahrt, Wind zu nehmen und ja, ich denke, die Sache, die, glaube ich, uns allen oder vielen, ich möchte jetzt nicht alle mit hineinnehmen, vor den Kopf stößt, ist, ja, es trifft ja eh nie die Promis, ja. Nur den Normal Guy trifft die Steuerhinterziehung oder eben solche Geschichten. Und ich bin super gespannt, wirklich. Auch im Rahmen von Donald Trump, aber auch Vince McMahon, irgendwie, weiß nicht, kann man nicht über den einen ohne den anderen sprechen, auch wenn man an WrestleMania 23 zurückdenkt, was für eine Entscheidung getroffen wird und ob dann irgendwie so larger than life, was ja McMahon so gerne hat, ob das vielleicht dann doch irgendwann sein Ende findet. Hier wird sich zeigen und ich bin super gespannt. Irgendwann kommt die Bombe und dann wird es wohl vorerst das letzte Update bleiben. Aber ich denke, bis dahin wird es noch den ein oder anderen geben. Also wenn wir über die Mitte sprechen, heißt das nicht, dass es im nächsten Monat geklärt. Heißt auch nicht, dass es nächstes Jahr geklärt ist. Das ist ja das Thema bei solchen Geschichten. Aber wie du schon sagst, ich denke mal, eine Rückkehr von Vince McMahon zu seinem geliebten Stuhl im Creative. Ich denke, diese Tür geht langsam aber sicher deutlich zu. Vielleicht ist sie schon zu, aber so weit will ich noch nicht gehen. Ja, das muss man natürlich abwarten, wie du richtig sagst, ne? Aber du hast das Interview von Randy angesprochen. Das war schon ein Corporate-Interview, muss man Ja, sagen, ja. ne? Also total. Randy hat gesagt, also wirklich, also er hat genau versucht, den Grat zwischen Diplomatie und eindeutiger Distanzierung zu finden. Und wenn ich ein Corporate-Interview von Randy hätte haben wollen, hätte ich ihn genauso gebrieft im Vorfeld als WWE. Ich hätte ihm genau gesagt, pass auf, hau Vince jetzt nicht in die Pfanne. So weit sind wir nicht. Noch nicht, wissen wir nicht. Auf jeden Fall derzeit haut man auf Vince nicht rauf. Aber wir möchten gern diesen Distanzierungskurs bitte weiterfahren. Droppe bitte mindestens zweimal, dass wir eine neue Ära haben. So, hat Randy auch brav gemacht. Ja, das haben wir 5 Milliarden Mal gehört. Und hau ihn nicht in die Pfanne, hat er auch nicht gemacht. Er hat gesagt, ja, ich liebe Vince für das, was er mir ermöglicht hat. So, aber sag bitte, wie geil es doch bitte jetzt ist. So, und das hat er auch gemacht. Ja, jetzt bin ich dankbar. Es ist gut, dass Vince weg ist und so. Er muss weiterziehen, hat Randy gesagt. Und jetzt habe ich ja mit Triple H stehen, der sich um alles kümmert, bla bla, insert Catchphrase hier, muss man sagen. So, und natürlich hat er auch dann mittelbar Vince doch einen mitgegeben. Denn diese Geschichte mit Mother Nature gets us all, Randy, und ich brauche dich auf den Shows, das hätte Randy nicht erzählen müssen. Ganz deutlich, das hätte es nicht Stimmt, ja. gebraucht. Also hat er zwischen den Zeilen noch bewusst einen mitgegeben. Und ich weiß bei, also Randy, ich traue Randy wirklich viel zu, denn Randy ist einerseits absoluter Vollprofi, andererseits glaube ich auch, dass Randy schon das erzählt, was ihm durch den Kopf geht. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob Randy hier legit war oder ob Randy hier corporate war und eine Promo gehalten hat, in Anführungszeichen. Das kann ich schwer einschätzen. Es wirkt für mich, vielleicht ist es eine Mischung aus beiden tatsächlich, dass Randy so promomäßig die Keywords gekriegt hat und ein bisschen improvisieren durfte. Aber es passt für mich einfach, dass man nicht öffentlich jetzt allzu böse über Vince McMahon reden soll von den Corporate Guys, WWE-Leuten, aber eben doch schon deutlich machen, dass es jetzt viel, viel besser ist und man auch froh ist, dass Vince weg ist. Das hat er auch sehr deutlich gesagt. Und um das nochmal zu verstärken, hat er vielleicht, entweder weil das einfach ihm durch den Kopf gegangen ist oder weil er es sagen sollte, das wissen wir nicht genau, hat er nochmal gesagt, dass Vince ja auch der Unmensch ist, der Randy seine Familie damals nicht hat sehen Was ich lassen. spannend finde, also was ich sehr gerne erfahren wollen würde, es war ja quasi diese Introduction, irgendwie sein Vater wurde in eine Hall of Fame eingeführt.
Ich frage mich, wie das dann läuft, weil du weißt, okay, der Sohnemann wird kommen und das ist ein großer Star. Und natürlich möchte man diese eine Frage stellen. Und ich frage mich, inwiefern wer das Privileg hat, weil eigentlich hat das ja bei so einer Einführung oder Introduction ja nichts zu suchen. Und ich frage mich, warum die plötzlich so dieses Privileg bekommen haben, weil ich glaube nicht, dass jetzt irgendjemand hingehen kann und sagen kann, ja, du pass auf, Orton ist in München, darf ich ihn fragen, wie es um Vince McMahon steht? Das finde ich irgendwie sehr, sehr spannend. Deswegen könnte ich glauben, dass er war sicher corporate, aber ich glaube eben, wie du schon gesagt hast, dieses mit der Pause, die ihm nicht gegeben wurde, das war sicher so, okay, es ist hier eigentlich nicht ganz WWE und ich kann dann noch mal was mitgeben, denn das hat mich ziemlich genervt. Ja, wirkt so, ne? Dass das so ein Private Cheap Shot vielleicht auch war, dass er endlich jetzt, dass ich von der Seele reden musste. Wir wissen es nicht, aber es könnte tatsächlich durchaus sein, ne? Denn Orton labert eben, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, wenn er Bock drauf hat. Und er kann sich's ja auch erlauben, muss man ganz deutlich sagen. Er muss ja niemandem mehr irgendwas beweisen. Und wenn er irgendwie jetzt nicht mehr wrestelt, ja, dann lässt das eben bleiben, ja. Also der wird schon ein paar Groschen zur Seite gelegt haben. Das wird schon funktionieren. Und ich finde tatsächlich, also ihr merkt es ja auch, Chris und mir ist das Thema Vince McMahon-Prozess sehr, sehr wichtig. Nicht um, also das werdet ihr bei uns auch nicht mehr hören, um uns hier ständig darüber zu echauffieren, wie moralisch wir doch entsetzt sind. Also das haben wir, als das Thema hoch kam, ein, zweimal gemacht. Ist ja auch alles wirklich fürchterlich, was da wohl gelaufen ist oder gelaufen sein soll. Aber es geht jetzt uns wirklich nur darum, nur in Anführungszeichen, vom Prozess zu berichten und die Entwicklung darzustellen und versuchen, da rauszukriegen, was das für die eine wie für die andere Seite bedeutet. Und über Gefühl und Moralgeschichten werden wir erst dann reden, wenn der Sachverhalt wirklich gerichtsfest ausermittelt ist und wir da Informationen haben. Vorher ist das eine Vorverurteilung, von der wir uns damals distanziert haben, als alle rumgeschrien haben, nein, es reicht. Wo ich damals schon dachte, Leute, haltet doch mal den Ball flach, ja? Da habe ich oft genug Kommentare gelesen, ja, man darf nicht vorverurteilen, aber Vince ist ätzend. Leute, das geht einfach nicht. Das kann man nicht sagen. Kann man schon sagen, ja? Also man darf ja die Meinung haben. Aber man kann nicht sagen, nee, man darf ihn nicht vorverurteilen, aber jetzt machen wir es doch mal, ja, weil der Fall jetzt so schlimm ist. Also dann macht man sich irgendwie lächerlich. Das kann es nicht sein. Wir sagen, wenn das tatsächlich so ist, was man da behauptet, dann mag jeder seinen Teil drüber denken. Wir denken uns auch unseren Teil, finden es natürlich tatsächlich, wie gesagt, fürchterlich, wenn es so ist. Aber so weit sind wir derzeit nicht. Und wir berichten über das Prozessgeschehen. Und das ist, finde ich, einfach mega, mega spannend derzeit. Und daher für uns auch immer ein Thema, das wir gerne aufbereiten. Und wenn da irgendwie Fragen oder noch besser tiefergehende Wissenserkenntnisse sind, haut es uns raus. Wir interessieren uns dafür sehr, gerade zum juristischen Bereich, Prozessrecht, Strafrecht oder so. Wir wissen da natürlich auch nicht allzu viel, wie ihr vielleicht. So, das war das Vince McMahon-Thema und damit kommen wir zum Weekly-Thema, das nun leider nicht annähernd so interessant, zumindest aus unserer Sicht ist, wie das Vince McMahon-Thema. Wir haben SmackDown gehabt und hui, das war schwierig, würde ich sagen. Ich habe wirklich kein Segment jetzt in Erinnerung, das ich wirklich richtig gut fand. Im Gegenteil, fand ich manches sogar richtig schwierig, um es mal diplomatisch zu formulieren. Und das fing an mit dem Opening-Segment, dass Nia Jax rauskommt. Ich fand sie ja teilweise, als sie davon von als Chelsea Green und Piper Niven Bailey verprügelt haben und sie so genervt geguckt hat, ich fand sie ja teilweise ein bisschen wie Roman geguckt. Das sah teilweise aus wie Reigns, der Gesichtsausdruck. Und dachte ich, ja klar, sind ja irgendwo auch verwandt, also macht ja schon Sinn. Ja, die sind ja irgendwie über Rocky, glaube ich, sind die ja irgendwie da so. Ja, Ne? ja. Weiß der Geier wieder den genauen. Aber man sieht das, finde ich, tatsächlich schon, dass da die Bloodline sozusagen auch in echt ist. Interessant eigentlich, dass Nia nicht bei der Bloodline ist, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, Nia Jax hat eben erzählt, dass sie jetzt die Queen ist und dass sie jetzt beim SummerSlam neue Königin wird und so weiter. Die Fans fanden das alles ziemlich langweilig. Sie hat dann Bailey rausgerufen, die, wie ich fand, in einem sehr coolen Outfit kam. Leider habe ich viel zu wenig davon gesehen, weil sie immer nur auf dem Boden lag und wurde ja relativ schnell zusammengeschlagen von Piper Niven und Chelsea Green. Und dann haben sie sich mit Nia unterhalten, also Piper und Chelsea, und hat gesagt, ach, vergiss doch mal Bailey, sagte Chelsea Green, denn du wirst es ja jetzt mit Piper Niven zu tun bekommen. Ja, die ist die große Herausforderin. Die Halle ist mittlerweile auch fast eingeschlafen, also es war ja auch wirklich nicht spannend.
Daraufhin sagte, naja, das einzig Vernünftige, was ich auch gesagt habe, sagte, was wollt ihr überhaupt? Hier ist mir egal, gegen wen ich beim SummerSlam antreten werde. Ich werde sowieso gewinnen. Also ein Segment, das für die meisten einfach nur belanglos war. Naya hat ihren Stiefel runtergemacht. Chelsea Green ist sowieso immer knuddelig. Piper Niven stand da dumm rum. Ja, und Bayley geht steil nach unten nach wie vor auf dem Weg, den wir für sie ja schon ausgemacht haben. Ich glaube, weiß nicht, Chris, ich habe jetzt hier auch gar keine neuen Ansätze, ehrlich gesagt, weil Naya macht das, was sie eben kann. Sie ist da, wo sie meines Erachtens auch hingehört. Piper Niven hat so ungefähr nichts, was auch nur im Ansatz einer Contenderin würdig wäre. Mhm. Und Bayley ist ja der Witz der Woche mal wieder. Ich muss ehrlich zugestehen, das Beste an diesem Segment war für mich immer noch Nia Jax. Ich fand es cool, wie die sich da prügeln und sie steht daneben und denkt sich, boah Leute, was macht sie hier eigentlich? Und du hast recht, also dieses Thumbnail, was wir hier haben, also wenn du da jetzt so einen Roman Reigns mit diesem Gesichtsausdruck daneben hinstellst, das ist definitiv richtig, ja. Ich weiß nicht, woher man Piper Niven rausgeholt hat, aber für mich zeigt das wohl, ich weiß nicht, also Tiffany Stratton, von der ist jetzt mal nichts zu sehen, also ob dieses Video jetzt die Konsequenz davon ist oder nicht, das weiß ich nicht, aber... Und die modelt ja jetzt, die hat ja Modelverträge und die modelt, okay. Ja. Gut, ja, es, also ich sage nicht, dass sie die Rettung wäre jetzt von dieser Division, aber wenn man mit Baileys Regentschaft Piper Niven als beste Lösung sieht, dann steht es um sie nicht gut. Also ich habe mich, glaube ich, mal zu Piper Niven geäußert. Für mich ist da bei weitem nicht diese Piper Niven drin, die bei NXT UK oder noch davor gewrestelt hat. Also ich weiß nicht, ob sie eingegrenzt wird oder nicht. Oder ob aber ich finde das gut, dass du es sagst, denn es liegt nicht an ihren Skills. Nee, genau. Es ist irgendwie... Ja, also natürlich Booking der letzten Jahre macht das jetzt nicht besser, aber du hast halt keine wirkliche Spannung drin. Zum Beispiel, ich erinnere mich, als Jinder Mahal irgendwie Nummer 1 Herausforderer wurde auf Randy Ortons Titel und ich war mir damals sicher, ja, Orton verteidigt. Dann hat es Jinder Mahal gemacht und ich so, ja gut, okay. Das heißt, wenn Piper Niven das Ding gewinnt, bin ich ähnlich. Es ist nicht dieser Upset dabei, wo ich sage, oh, what the? Das wird hier nicht stattfinden, weil man eben für mich beide Seiten nicht gut gebuckt hat. Die Regentschaft ist nicht gut genug, damit es mir leid tut, dass Bayley es verliert. Natürlich, ich bleibe Bayley-Fan, aber ich glaube, dass ihr einen Titelverlust und eine Pause guttun würde tatsächlich. Weil im Moment führt das Ganze zu nichts. Oder man saugt sich irgendeine gescheite Fehde raus. Also ich denke mal, sie wird Piper Niven besiegen und dann ist Bash in the Bank, nee, SummerSlam ist Money in the Bank. Oh, da muss man ja einiges noch irgendwie vorher machen. Also ich persönlich wäre eigentlich sogar bereit, dass Chelsea Green diesen Koffer gewinnt und ihn eincasht und sie den Titel hält oder Nia Jax, weil alles andere langweilt mich. Weil irgendwo hat Nia Jax zumindest im Moment sowas wie eine Topform, so gut war sie noch nie. Und Chelsea Green hat für mich eben, ist eine Frau, die vom Gimmick kommt. Also das ist für mich sogar eine der wenigen, die übers Gimmick kommt. Und das wäre, glaube ich, eine witzige Regentschaft. Vor allem, ich bin jetzt nicht auf der Suche unbedingt nach einer puren Wrestling-Regentschaft, sondern eigentlich eher nach etwas, wo du mitfieberst. Und ich denke, dass Chelsea Green definitiv das Potenzial hätte, da ein bisschen Fun reinzubringen. Denn das hier ist, wie gesagt, bis auf Nia Jax Mimikspiel sehr, sehr langweilig. Und die Division bei SmackDown, ja, also entweder alles wartet auf Charlotte irgendwie, damit sie diesen Titel gewinnt, aber das sieht im Moment für mich eher langweilig aus und mir tut es sehr leid um Bayley, aber ich denke, das hat man sich selbst eingebrockt, indem man einfach ein Stable, das man hatte in Damage Control, kaputt gebuckt hat und jetzt musst du dich eben mit Leuten wie Piper Niven bis zum SummerSlam ringen und dort kriegst du halt dann Jax gegen Bayley und ja, wird jetzt vielleicht nicht das größte Fest, aber bietet für mich zumindest mal einen interessanteren Ausgang, wenn du Nia Jax diesen Titel gibst und sie vielleicht oder eben Green mit einem Koffer ein bisschen Pep reinbringt. Das ist zu langweilig. Ja, bin ich total bei dir. Also vor allen Dingen, was du gesagt hast, Nia Jax war hier die Einzige, die halbwegs funktioniert hat, zusammen mit Chelsea Green.
Chelsea Green erinnert mich tatsächlich immer so ein bisschen an Peyton Royce, nur in besser. Also ja, Peyton Royce hatte auch so einen Faktor, aber Chelsea ist da irgendwie noch einen Tick besser, finde ich. Also Knuddelliga, in Anführungszeichen. Und Peyton wirkte da immer so ein bisschen süß, but sloppy, so ungefähr. Cute, but sloppy, würde ich sagen. Und da ist Chelsea Green einfach ein bisschen professional, wrestlerisch auch besser und vielleicht auch ein Tick charismatischer. Ist Geschmackssache, wie so oft. Ne? So, du hast gesagt, wir haben noch einen relativ langen Weg zu gehen mit Bayley bis zum SummerSlam. Ich sehe es tatsächlich auch nur so, dass du Bayley für ein, zwei Pay-Per-Views gar nicht auf die Card packst. Sie wird auch nicht fehlen, muss man ganz deutlich sagen. Ich würde Bayley einmal gegen Piper Niven verteidigen lassen. Von mir aus beim nächsten Pay-Per-View. Du musst es eigentlich so machen, weil da hast du jetzt was eben angeteased. Und dann würde ich sie, die beiden Pay-Per-Views, danach nicht mal auf die Card packen. Da hat sie auch nichts zu suchen derzeit, weil das einfach cold as fuck ist. Und deswegen würde ich es tatsächlich so machen, dass du es gar nicht machst und es aussetzt sozusagen. Lass uns mal überraschen. Ich glaube, wir haben noch drei Pay-Per-Views bis zum SummerSlam und ich würde Bayley mindestens ein aussetzen lassen. Und weil du kannst doch nicht gegen Piper Niven noch ein zweites Titelmatch machen. Das geht doch alles nicht. Das ist aufgrund dieses Heimvorteils, was die WWE sich zu Nutzen machen will wahrscheinlich. Also ich sehe keinen anderen Grund, warum man Piper Niven diese Chance gibt. Ja. Nee, ich tatsächlich auch nicht. Ja, aber viel besser wurde es dann tatsächlich auch nicht. Man hat sehr viel Midcard-mäßig hier dann reingebaut. Nick Aldis hat wieder diesen kryptischen QR-Code eingeblendet. Ja, Onkel Howdy, 5% reden noch im Netz drüber. Der Rest sagt, was soll denn hier der QR-Code? Ich war doch gar nicht einkaufen, was auch immer. Also ganz verwirrt. Wurde auch sonst nicht besser. Also DIY, Tommaso Ciampa und Johnny Gargano labern rum, A-Town Down Under kommen und Nick Aldis sagt, ja, wir machen mal ein Match, Jumper gegen Theory, super. Also von mir aus, in dieser Promo sah gar keiner wirklich gut aus, bestenfalls noch A-Town Under so ein bisschen. Theory macht im nachfolgenden Match das, was er immer macht, ja, also er verliert gegen Tommaso Jumper. Grayson Waller und Wade Barrett haben sich so ein bisschen miteinander angelegt, das führte dann zum Finish. Was das sollte, keine Ahnung, zumal die Schultern auch nicht auf der Matte waren, das scheint so der neue Gag zu sein, keine Ahnung, was das alles soll, vielleicht baut man was drauf auf, vielleicht auch nicht, ich habe es nicht verstanden, auch dann liegt die Bemühung von LA Knight, ein Championship-Match zu kriegen gegen unseren Lieblings-US-Champion Prime Energy Drink Vermarkter, ich nenne ihn jetzt erstmal so, weil mir ist gerade danach, ging's rein, ging's raus, er sei nicht da, er sei doch da, ich bin eingeschlafen und habe dann weitergeguckt. Irgendwann wollte dann wieder Andrade nicht zur Legado del Fantasma, hat Angel schön sitzen lassen, obwohl Angel einen überragenden Oberlippenbart mittlerweile trägt. Es hat nicht geholfen, es hat auch nicht geholfen, dass die Legado del Fantasma Andrade in seinem Match gegen Apollo Crews nachher geholfen haben. Das hat auch nicht dazu geführt, dass Andrade jetzt der Legado beigetreten ist. Im Gegenteil, Angel hat sich einen bösen Blick einfangen müssen von Santos Escobar, dass das alles nicht so richtig funktioniert hat. Ihr seht, wir bewegen uns gefühlt gar keinen Schritt vorwärts in irgendeine Richtung. Es fällt mir auch gar nicht so einfach, das alles so zusammenzufassen. Chris, du grätsch mich bitte sofort weg, wenn du irgendwie, ich lechze nach einem Weggrätscher sozusagen, damit hier irgendwie die Info kommt, Mensch, halt, Andi, du hast da was Wichtiges übersehen. Ja, hoffentlich, denn ich sehe tatsächlich gar nichts. Ja, was haben wir noch gesehen? 0815, ja, ein bisschen wurde es dann etwas besser, weil Paul Heyman zu Wort kam. Leider hat auch er nicht wirklich viel Spannendes gesagt. Auch Kevin Owens in einer Promo, die, will ich mal sagen, bemüht wirkte und auch in Ansätzen Leidenschaft beim Publikum entfachen konnte. Aber es war alles zu sehr ausgelutscht, ja. Paul Heyman spielt den irritierten und angsterfüllten und sagt, Mensch, Kevin,
du solltest bitte, bitte dich von der Bloodline fernhalten, denn Roman Reigns, er hat dich bekämpft, aber er hatte auch Respekt vor dir, aber die neue Bloodline ist so brandgefährlich. Und Kevin sagt, ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Erwartest du jetzt, dass ich dir irgendwas glaube? Wie doof wäre ich denn, dir überhaupt irgendwas zu glauben? Ich habe die Bloodline bekämpft, seit sie da ist. Ich werde die Bloodline auch weiterhin bekämpfen. Und jetzt, wo Roman Reigns, by the way, ich habe Respekt vor ihm gehabt, hör mal zu, Faceturn incoming. Und jetzt, wo Roman Reigns weg ist, werde ich eben die andere Bloodline genauso bekämpfen. Das ist das, was ich immer gemacht habe, was ich immer tun werde. Ja, schön. Am Ende wurde auf diese Weise dann auch ein Tag-Team-Match aufgebaut zwischen den Street Profits und Tama Tonga und Tangaloa, denn die haben sich mit dem Kollegen Kevin Owens anlegen wollen, aber der bekam dann die Hilfe der Street Profits und so kam es dann zum Match zwischen eben der neuen Bloodline Tama Tonga und Tangaloa, also jetzt dem neuen Tag-Team der Bloodline, die Street Profits dann auch tatsächlich besiegt haben. Interessant, oder für mich tatsächlich nicht mehr interessant, dass Wade Barrett anmerkte, dass Tama Tonga und Tangaloa ja tatsächlich IWGP Tag Team Championships waren mehrfach. Das wurde auch schon früher bei WWE tatsächlich mal angedeutet. Ist auch nichts Neues mehr. Vielleicht jetzt wieder interessant, weil ja AEW und New Japan doch verstärkt gemeinsame Sache machen. Und wenn da so richtig, ich dachte wirklich, es könnte die neue Macht werden, scheint es aber nicht zu sein. Zuschauerzahlen in der Halle bei AEW immer noch rückläufig. New Japan verliert bei ihrem Network Abonnentenzahlen. Also da hat WWE derzeit das Momentum auch mal deutlich auf ihrer Seite. Ja, und die holen sich wohl TNA auch noch an die als Tag-Team herbei. Also Jordynne Grace hat ja bei Battleground jetzt ein NXT Women's Championship Match und es wird wohl auch erwartet, dass das nicht der einzige Superstar ist, der quasi bei NXT auftauchen wird. Ich denke mal, im Main-Roster wird man das jetzt nicht haben, aber finde ich auch interessant, dass das mal möglich ist. Vor allem, wenn man sich bedenkt, wie unmöglich das noch unter Vince McMahon war. Ja, vollkommen richtig. Dann haben wir, um Chelsea Green und insbesondere Piper Niven ins rechte Licht zu rücken, eben das Tag-Team-Match gehabt, das auch so ein bisschen die Konsequenz des Opening-Segments war und im nachfolgenden Bereich der Show dann auch irgendwann finalisiert wurde. Sie haben dann tatsächlich gewonnen. Gepinnt wurde nicht Bayley, das wäre es ja noch gewesen, sondern Naomi, aber eben von Piper Niven, die insofern dann tatsächlich jetzt wohl als Übergangsgegnerin auf den Weg gebracht wird. Bayley wieder mal nicht siegreich, wir haben eingangs drüber gesprochen. Ja, und dann das Endsegment. Ich würde es am liebsten Chris geben, weil ja, aus mehreren Gründen tatsächlich. Weil Chris ja ein bekennender Styles-Fan lange Jahre war. Es bröckelt ein bisschen. Und ich habe dir gesagt, pass mal auf, Chris, das mit Cody und Styles wird nicht vorbei sein. Und nun kommt es wohl tatsächlich so. Was das alles mit Mark Henry zu tun hat, kann euch vielleicht Chris besser erzählen. Ich bring's einfach nicht. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass wir eine Neuauflage bekommen, auch wenn es ein 5-Sterne-Match war. Aber grundsätzlich war es so, dass AJ Styles bei Nick Aldis oder Aldis gefragt hat, ob er sich äußern kann über seine Zukunft bei SmackDown und er hat gesagt, du, pass auf, ja, kein Thema, mach das mal. Und er kam dann auch heraus in einem wunderschönen hellblauen Anzug, sehr ungewohnt natürlich für AJ Styles im Anzug. Und da hat man vielleicht schon erahnen können, okay, was wird da passieren? Und er hat auch schon angefangen, ja, ich habe um ein Titelmatch gebeten, aber mir wurde klar und deutlich gesagt, dass ich mich etwas anstellen muss. Und zwar ans Ende der Schlange und er muss sich wieder nach vorarbeiten. Aber die Leidenschaft und auch die Energie gehen ihm offenbar aus, ähnlich wie Jürgen Klopp offenbar. Und er hat gesagt, ja, ich habe 20 Jahre meines Lebens in diesem Ring gegeben, Blut, Schweiß, Tränen, nur um für euch phänomenal zu werden. Da war es schon klar, wohin das Ganze hingeht. Sein Sohn hat die Highschool abgeschlossen. Und da wurde ihm bewusst, wie viele Sachen man verpasst hat. All die Geburtstage, all die Abschlüsse, all die, weiß nicht, Baseballspiele, was auch immer dort wichtig ist in Amerika. Und ein
Abgang, den er hier androht, kann ohne die ja, besten Freunde nicht stattfinden, Gallows und Anderson. Eine letzte Too-Sweet-Geste soll heute noch stattfinden und eigentlich sollte es das gewesen sein, aber er möchte sich natürlich auch noch an Cody Rhodes richten, den mit dem er eine erbitterte Fehde geführt hat. Ja. Und ab hier muss man sagen, sehen wir alle, glaube ich, eine Parallele zu Mark Henry, der, weiß nicht, 2014 oder sowas, auch rauskam mit einem ähnlich schönen Anzug, aber damals noch im, ja, rosa oder pink, rosa würde ich sagen. Auch sehr schön. Hat auch gesagt, ja Leute, das war's, ich kann nicht mehr, aber ich möchte jetzt nicht abtreten, ohne den derzeitigen Champion nochmal irgendwas mitzuflüstern, ins Ohr zu flüstern. Auf jeden Fall kam Cody Rhodes und ja, Cody Rhodes ist der Mann, mit dem er eines der besten Matches seiner Karriere geliefert hat. Und zwar hat er verloren, aber es ist doch am Ende das Haus, was AJ Styles aufgebaut hat und die Schlüssel, die kann er jetzt überreichen an den American Nightmare. Und auch Cody Rhodes, muss man sagen, ja, in seiner gewohnten Manier, ja, der Gesichtsausdruck, den kann er, war sich auch so, ja, Mann, das ist echt schade und möchte sich bedanken, denn Styles war wie ein großer Bruder. Und dann hat der große Bruder das Ganze platzen lassen mit einer Clothesline und es hat sich tatsächlich dann zu aller Überraschung dazu ergeben, dass es nur ein Trick war von AJ, um sich wieder vom letzten Platz an der Schlange ganz nach oben zu richten. Ja, Beatdown, Styles Clash und dann geht die Sendung off air mit ja, geschockten Zuschauern, möchte man hoffen oder meinen. Also, du hast ja angesprochen, ich war großer AJ Styles-Fan und das hat sich tatsächlich auch noch in seine WWE Championship-Zeit bei WWE ja, ziehen können. Ich muss sagen, das Match, was glaube ich alle sehen wollten, tatsächlich war das gegen John Cena und glücklicherweise war das dann noch in einer, ja, sowas wie eine Prime von Cena. Es war ein gutes Match damals beim Rumble und danach muss man sagen, ging es, ja, muss man so sagen, bergab. Man hat es probiert mit Matches gegen den Undertaker, man hat es probiert, indem man ja sowas wie, ja, den Bullet Club der WWE geformt hat, total schwach gemacht. Und er hat bei mir eines nie verloren, nämlich das, was einem Shawn Michaels im Ring am ehesten kommt, aber aus irgendeinem Grund, oder der Grund ist klar, ich denke einfach, dass das Charisma da nicht ausgereicht hat. Und ich denke, das Problem, was gleichzeitig für ihn auch das vollkommen Wichtige und Richtige war, er ist ein WWE-Guy geworden. Und hier darf sich jeder ausmalen, was ich damit meine. Er hat den Stil gefunden und überraschenderweise kann er diesen verdammt gut, weil er eben super talentiert ist. Aber das, was ihn wohl besonders gemacht hat, war eben das, was WWE nicht so macht, nämlich ein Hauch von Freiheit, ein Hauch von alles ist möglich. Und das war nie, als der Club oder wie auch immer sie hießen, mit Anderson und Gallows geformt wurde, hat jeder von uns gesagt, das wird sowas von ein Geek-Team. Und das ist das Thema. Hätte man hier vielleicht einen super Push bekommen, hätte es vielleicht den nötigen nochmal Push für Styles gegeben. Aber für mich ist das hier genau die Promo und das Segment, was eigentlich ihn und seine WWE-Karriere irgendwie so zusammenfasst. Es ist etwas, was irgendwo aus dem Müll von 2014 von irgendjemand rausgekramt wurde, unter den Bananenschalen hat man die Mark Henry Promo gefunden. Damals fand ich sie ganz gut. Ich war nicht überrascht, um ehrlich zu sein. Also das war mir dann doch irgendwie zu billig. Aber trotzdem nehme ich es Mark Henry nicht weg, denn für jemanden seiner Statur und für jemanden, der für mich im Promomäßig jetzt nicht der Stärke war, war das wohl wahrscheinlich seine stärkste Arbeit. Und man hat dann quasi dieses Match aufgebaut. Und hier war es halt noch mehr klar. Zumindest für mich, ich weiß nicht, ob ich da in einer Bubble bin, aber ich denke mal, ich nehme die Zuschauer mit hinein. Da glaube ich, niemand wirklich daran geglaubt, dass AJ seine Karriere beendet. Jetzt möchte ich nicht diese Alltagsfloskel von uns nehmen und sagen, ja, Cody ist Cody, aber muss sagen, das ist natürlich jetzt für mich so ein Thema, dass man diese Fehde nochmal aufbaut und Cody, der macht halt seinen Job, den er machen muss. Und das ist halt dieser Gesichtsausdruck, den ich nicht mehr sehen kann. So dieses, ja,
Ich bin besser als du, ich bin der Champion, aber ich muss jetzt irgendwie so tun, als wäre das irgendwie voll traurig und alles. Und er kann das. Er kann es sehr gut, das ist auch okay. Aber so gut vielleicht die Idee im Kopf war, dass man sowas probiert, es ist ja auch lang genug her, 10 Jahre, so schlecht ist es für mich exekutiert worden, weil ich glaube, also zumindest bei mir, ich habe beiden es nicht abgekauft. Es ist auch unglaublich schwer gewesen, glaube ich. Und ich glaube auch nicht, dass die beiden es fühlen. Also ich weiß es nicht, kann es nicht beweisen. Ähnlich wie bei Cargill und Belair. Aber ich glaube nicht, dass sie diese Fehde fühlen, weil sie gibt auch nichts her. Es ist ähnlich wie bei Backlash. War das Backlash? Egal, das Match, wo die beiden ihr Match hatten. Das ist ein Ja, war Gefühl. Backlash, glaube ich. Backlash, vielen Dank. Das ist gefühlt halt eine Woche Aufbau. Und dann wartet man drauf. Und ich habe damals gesagt, weißt du was, ist okay, das Match kannst du einmal bringen und du brauchst es nicht aufzubauen, weil es ist frisch, es hat nie stattgefunden. Und dann war es plötzlich für manche, für einen, ein 5-Sterne-Match in Ordnung. Aber ein zweites Mal brauche ich das definitiv nicht. Einfach weil du es nicht schaffen wirst, es aufzubauen für mich. Also. Ah, der Spannungsfaktor natürlich, und ich denke, ich bin mir nicht sicher, ob, ich glaube, du hast es richtig gesagt. Was willst du machen mit so einer Regentschaft jetzt nach Roman Reigns? Und ich denke, das ist schon richtig, aber das Roster ist voll von Superstars, die, glaube ich, mehr Umf haben. Und ich möchte Styles das nicht wegnehmen, dass er Umf hat, aber es ist vorbei. Und ich möchte nicht, dass er geht. Ich finde es irgendwie angenehm, dass er da ist, aber er muss nicht im Main Event sein. Er darf nicht im Main Event sein. Und ich finde, das killt die Regentschaft. Und ich denke, es wäre eine coolere Regentschaft, wenn man einfach sagt, okay, bis Rocky da ist, bis Roman da ist und bis man dann die Randy Orton-Fehde auspackt, die auf jeden Fall kommen wird. Weißt du was? Wir hauen die einfach die jungen Superstars um die Ohren, so wie Breaker, Dragunov und wie sie alle heißen. Gibt genug davon im Roster. Und die sollen einfach mit dir Wrestling machen. Wrestling, und das wird funktionieren. Das hätte für mich gereicht. Ich brauche nicht irgendwie die Styles der Welt. Auch Logan Paul habe ich nicht gebraucht. Aber das war dann am Ende sogar ein gutes Match. Von daher, Langeweile, Vorhersehbarkeit und zwei Superstars. Ich kann es nicht beweisen, aber die fühlen das nicht. Und so ist meine Zusammenfassung. Ich habe jetzt sehr viel gelabert. Ich weiß nicht, vielleicht siehst du es ja besser. Wird das ein 6-Sterne-Match jetzt? Ja, also ich denke eher 8. Also, nee, du hast es sehr schön zusammengefasst tatsächlich und ich kann da auch nicht widersprechen. Ich hab dir das Segment ja nicht von ungefähr gegeben, ja, weil mir wäre dann nicht annähernd so viel eingefallen wie dir. Deswegen bin ich dir sehr dankbar. Du hast es sehr schön auf den Punkt gebracht mit dem Satz, den ich gefühlt habe, nämlich du hast gesagt, sie fühlen es nicht. Und das bringt es, finde ich, auch tatsächlich rüber. Das wirkt wirklich so, als ob man gedacht hat, alles klar, jetzt hat Cody Rhodes bei den Saudis ein relativ großes Money-Match gekriegt gegen Logan Paul. Das war auch super, das war genau das, was wir gebraucht haben. Oh, ach Gott, jetzt hat er ja gar keinen Gegner. Ach Gott, ja gut, nehmen wir ihm Styles, kannst immer nehmen, hatten wir letztens ja auch schon. Aufbau haben wir damals nicht gehabt. Was heißt damals? Haben wir vor kurzem nicht gehabt. Jetzt brauchen wir ihn auch nicht. So, also. Machen wir das doch. Ja, wie kriegen wir es denn irgendwie hin, dass es nicht völlig blöd aussieht? Ach Gott, nehmen wir die Mark-Henry-Promo, ist ja 10 Jahre wieder her. Kann man ja mal bringen. So, fair enough, kann man sagen. Aber ich bin wirklich, ich schlafe ein. Das meine ich auch ernst. Also ich schlafe da ein. Ich döse da wirklich weg. Und das Einzige, was mich nicht sofort hat wegdösen lassen, war Styles merkwürdiger Anzug. Ja, also er kommt da raus in einem Anzug, der, was weiß ich, 5 Nummern zu groß war, irgendwie ausgepolstert wirkte mit irgendwelchen 80er-Geschichten. Also ganz merkwürdig, okay, das ist mal progressiv, das hat was. Aber dann hat ja Styles leider angefangen zu reden. Und ich finde, Chris hat es auch sehr schön gesagt, es ist vorbei. Ja, es ist vorbei, Styles. Es ist wrestlerisch nicht vorbei, nicht falsch verstehen. Aber es ist, was seine, und ich sage jetzt bewusst, Sports-Entertainment-Karriere angeht, denn WWE ist es immer noch. Es ist immer noch Sports-Entertainment. Kann mir auch keiner was anderes erzählen, muss es auch sein, weil das ist auch der Unterscheidungsfaktor zu AEW.
Ja, und für mich wäre Styles tatsächlich in jeder amerikanischen Liga erledigt. Das heißt erledigt. Also er wird nie erledigt sein, weil er einfach zu gut ist. Aber er wird mich in keiner amerikanischen Liga irgendwie vom Ofen hervorhocken. Es gibt für mich nur eine einzige Liga, wo Styles für mich wieder interessant werden könnte, und das wäre New Japan Pro Wrestling. Und dafür ist er, glaube ich, einfach zu alt, um da im Main Event noch diese Knochentour mitzugehen, denn jeder weiß, warum Nakamura New Japan damals verlassen hat. Und jeder weiß, warum Nakamura immer noch bei WWE ist, obwohl er da eigentlich nie wirklich die allererste Geige gespielt hat. Und wenn doch, ist auf jeden Fall seit Jahren nicht mehr tut. Weil er da einfach eine ruhige Kugel schiebt und weil er da das Geld mitnimmt. Und weil Nakamura eben auch ein Stück weit diesen Strapazen da aus Japan entfliehen wollte. New Japan ist derzeit an einem Scheideweg mal wieder. Das sind sie alle paar Jahrzehnte mal. Ich glaube, sie sind da jetzt wieder, denn sie haben jetzt nur noch, ja, was haben sie? Sie haben Tanahashi, sie haben Naito, alle weit über die 40. Tanahashi der wird bald 50. Ich glaube, der ist 48, 49. Ich glaube, 76er Baujahr. Der ist 48, der Mann. Spielt schon seit längerem auf zweite Geige Niveau mittlerweile. Naito ist seit 5 Jahren totally banged up, sozusagen. Und ansonsten sind da Altbekannte, die noch ein bisschen was rausreißen können. Takahashi, ich weiß gar nicht, ob Takahashi gerade verletzt ist, Hiromu, aber das ist bei ihm ja immer so eine Geschichte. Aber dann wird es eng, wenn du dann auf Sanada setzt oder sowas. Das sind auch nicht die absoluten Superstars. So, und da ist AJ Styles dann mit seinen 47 Jahren dann auch nicht mehr der Jüngste, sozusagen. Aber, oder 46, ich weiß gar nicht, wie alt Styles ist, 46 oder 47 ist er auf jeden Fall. Wrestlerisch würde ich ihm durchaus zutrauen, dass er sich in Japan nochmal das Feuer neu definieren könnte. Vielleicht sogar auch in Mexiko, aber ich glaube, da wird er zu sehr going down the drain, in Anführungszeichen. Also, das wäre wohl auch nicht ihm würdig. Also, Styles wird für mich nur noch in Japan tatsächlich funktionieren, wo ich es auch abkaufen würde, dass er nochmal den Brass Ring grabt und es nochmal wissen will, sozusagen. Bei WWE schon lange nicht mehr. Da ist er wirklich durch. Und in der Tat, alles hat das unterstrichen, was er bei dieser Promo gemacht hat. Und ich hätte ihn sofort ausgetauscht gegen Leute wie Breaker, gegen Leute wie Dragunov. Auch tatsächlich, darüber kommen wir gleich zu reden, gegen Leute wie TV Kaiser. Das können wir nachher nochmal besprechen. Zur Not sogar Sheamus, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber das wirkt, du hast jetzt einen langweiligen Cody gegen einen langweiligen Styles. Das ist ein Problem. Es wird wrestlerisch gut und ich sage es auch jetzt schon, ich weiß, das ist mein Problem. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, einigen von euch wird es ähnlich gehen. Ich werde Probleme haben, bei aller wrestlerischen Qualität, die kommt, bei diesem Match wach oder investiert zu bleiben, weil ich genau weiß, was kommt. Und das ist genauso tödlich wie schlechtes Wrestling. Du kannst das beste Wrestling haben, wenn du 5-mal ein richtig gutes Match gesehen hast. Es interessiert dich nicht. Und wenn es das 5. Mal die 5 Sterne sind, it doesn't matter. Und deswegen gib doch den Kitties da irgendwie die Chance. Ohne Scheiß, ich würde auch Angel gegen Cody 1000-mal lieber Alter, sehen als Santos Angel gegen. Escobar. Ja, Mann, Santos. das wäre doch so ein geiles Match. Irgendwas, ja. Auch Umberto würde ich lieber sehen Oder gegen Cody Carmelo als Hayes, Mann, das war Santos. dein Nummer 2-Pick. Wo ist denn der? Wer? Carmelo Hayes. Ja, zum Beispiel. Der ist ja sogar bei SmackDown, in der Ja. Tat. Das könntest du sogar booken, ohne irgendwie deinen Split, der eh nichts wert ist, zu verbiegen. Also schwierig. Und klar, du gehst mit Styles, du gehst auf Nummer sicher, du gehst kein Risiko, aber das ist beim Wrestling irgendwann auch ein Problem, weil es nicht mehr fresh ist. Und das wisst ihr ja auch, Freshness ist gar nicht so schlecht, ja? Freshly squeezed. Und damit gehen wir weg vom blauen, das blaue Wunder ist es ja nun schon Wunder lange ist nicht es mehr. nicht. Von der blauen Gefahr zum roten Wunder vielleicht. Ist das besser? Man weiß es nicht. Die blaue Schlaftablette vielleicht. Gehen wir Ja, zum roten Feuerbrand. das rote Feuerbrand, das wird es vielleicht treffen. Was ich abschließend noch cool finde oder gut finde, wir sind in einer Ära, wo es sehr viel gutes Wrestling gibt und ich habe mich immer so gefühlt, als müsste ich vorsichtig sein, wenn ich gutes Wrestling irgendwie niedermache oder nicht happy bin, dass es da ist. Aber vollkommen richtig, die können jetzt noch 5 mal 5 Sterne machen. Ich werde beim zweiten Mal Probleme haben, weil es einfach beim Wrestling dann noch etwas mehr braucht. Und
Das ist halt hier das Thema und ich weiß nicht, ich hoffe, man muss sich nicht entschuldigen, dass man nicht nur gutes Wrestling sehen möchte, aber hier hat man leider zwei Welten, die, das sind zwei Eisberge der Langeweile, die aufeinandertreffen und das wird ein hartes Match, Leute. Zum Beispiel, wenn ich gerade drüber nachdenke, man darf ja das nicht immer machen mit Fantasy-Booking, aber wie Bock hätte ich auf Styles gegen Shingo oder Styles gegen Hiromu? Das sind Matches, die damals nicht möglich waren in Japan, weil Hiromu kam gerade erst hot over, als Styles ging. Ich weiß nicht, ob die sich vorher schon mal gesehen haben, aber Hiromu war ein Super Junior damals und Shingo war noch gar nicht bei New Japan. Und das wären zwei Bretter, also da würde ich richtig was zahlen, obwohl die vielleicht von der Qualität her nicht so gut werden wie gegen Cody, aber doch werden sie, ziemlich sicher sogar. Ja, ja, ja. Aber das ist, was ist das? Das Wrestling ist in beiden Fällen, wäre es Bombe, aber es ist eben frisch, wenn es in Japan wäre, genauso wie Cody gegen Carmelo frisch wäre in Amerika, weil einfach die Teilnehmer ausgetauscht werden. Also da sind Chris und ich uns, sorry, liebe Kritiker, da sind wir uns schon wieder einig. Aber es wird nicht so bleiben, es wird nicht so bleiben heute. Ja, wir haben da eine Überraschung für euch, liebe Damen und Herren. Aber ein bisschen Geduld noch. Wir haben ja gesagt, blaue Schlaftablette und das rote Feuer, es war ja lange Zeit umgekehrt. Also SmackDown war ja in einer Phase, wo man wirklich überragende Sachen geliefert hat. Nicht nur aufgrund von der Bloodline, aber es war ein sehr durchdachtes Programm. Und ich muss sagen, ich habe lange Zeit geglaubt, ja okay, bei anderthalb Stunden, zwei ist es ja kurzweilig und mit dem Bloodline-Segment hast du eine Stunde meistens schon drüber. Aber Raw zeigt für mich im Moment so was wie ein Feuerchen, gleich vorweg, nicht alles ist Gold, was glänzt, aber das, was sie für SmackDown auf jeden Fall mal vorhaben, sind Fäden. Fäden, die weitergeführt werden mit einem roten Faden und mit Fehde. Beginne ich auch mit Women's World Champion Liv Morgan. Frisch oder mitten in der Revenge-Tour, die eigentlich abgeschlossen ist, obwohl noch nicht ganz. Sie sagt, ja, ich habe mich an Rhea Ripley gerecht. Ich habe sie in die Pause geschickt. Ich habe Becky Lynch in den Ruhestand geschickt. Ich wollte schon sagen Retirement, aber Anglizismen sind nicht gern gesehen. Und der dritte Akt der Revenge-Tour ist es, Mysterio sich unter die Finger zu krallen, zu schnappen, wie auch immer. Und dieser kommt auch sofort heraus und sagt, du, pass auf, du musst aufpassen, was du hier machst, denn Mami wird nicht sehr happy sein. Ja? Und denn nicht nur, dass du ihr den Titel wegnimmst, du nimmst sie auch noch mich weg quasi. Und das wird Konsequenzen haben. Und Liv meint, ja, meinetwegen, nur das Wichtige für mich ist, wenn ich Probleme bekomme, wirst du auch Probleme bekommen, lieber Dominik. Und im Ring, ja, gab es dann wieder Flirtversuche von Liv Morgan. Ja, sie hat sich ihm genähert, er hat weggeblickt, sie hat ihn so an die Brust gefasst, aber dann kam Finn Balor und hat gesagt, du musst damit aufhören, das geht nicht, du siehst, er will nichts von dir und du sollst jetzt lieber den Ring verlassen. Und das hat Liv dann auch gemacht. Bevor sie gegangen ist, hat sie dann den guten Dominik nochmal über den Kopf gestreichelt, über die wunderschönen Haare. Ich muss sagen, der hat wirklich schöne Haare, der Mann, neben dem schönen Schnauzbart. Und sie hat dann den Ring verlassen. Es gab dann noch mehrere Dinge, deswegen glaube ich, bleibe ich einfach und erzähle alles fertig, was da dabei war. Denn es gab den roten Faden in dieser Fehde. Und zwar im Clubhouse hat man sich hier unterhalten, haben alle sich gefragt, du, pass auf, was ist denn das jetzt, Dominik? Das passt ja nicht. Hast du schon mit Mami drüber geredet? Hat gesagt, ja, mit der habe ich jetzt nicht so einen Kontakt, aber das wird schon alles in Ordnung kommen. Ich werde mit ihr reden und dann werden wir das unter Kontrolle kriegen. Vorweg, jetzt mal wichtig, Braun Strowman und Dragon Lee. Diese zwei sollten heute verprügelt werden am besten. Und das hat beides nicht so funktioniert. Kalito musste es dann mit Braun Strowman auf sich bekommen, hat dann nicht geklappt. Und da gab es auch eine Situation, wo die Mitglieder des Judgment Day eingegriffen haben und der wollte sich dann noch Dominik zum Schluss krallen, aber zu seinem Glück kam dann Liv Morgan und hat sich zwischen die beiden gestellt, hat ihn gerettet, hat ihn gesaved und wollte dann wieder irgendwie mit ihm anbandeln, aber erneut der, ja, wie möchte man sagen, Gatecrasher Finn Balor hat sich zwischen die beiden gestellt und Liv hat sich dann verabschiedet mit einem süßen Winken.
Ich habe ja gesagt, dass ich nicht sehr zufrieden bin, irgendwie, was man mit Dominik macht, und diese Fehde gibt mir auch gar nichts, war auch ein bisschen unangenehm, der Kuss. Ich fand das diese Woche etwas besser. Also, ich finde, man versucht mit Liv irgendwie einen interessanten Weg zu gehen. Und ich habe ja gesagt, ja, eine normale Regentschaft, das wird ihr tot sein. Das bringt gar nichts. Wenn, dann muss man irgendetwas machen, was das Ganze spannend macht. Und ich denke, man schafft es halbwegs noch. Also, ich würde da nicht zu weit gehen, aber wenn man mit ihr in diese psychopathische Welle geht, so wie Mickie James irgendwie 2006, oder AJ Lee sogar mit Brian und Punk, dann würde ich mir das ansehen. Tatsächlich lenkt es ein bisschen ab von ihrer Regentschaft, was irgendwie auch gut ist. Also es hilft ihr. Und es baut natürlich diese Fehde mit Rhea Ripley für den SummerSlam auf, falls diese rechtzeitig zurückkommt. Dominik, die Fans machen Gott sei Dank noch immer mit dem Buh-Rufen. Und ich weiß nicht, ob er es will oder ob er Probleme hat, mit diesen Situationen umzugehen, hat ja eine Frau, ist ja neulich geheiratet. Aber es hilft irgendwie, weil man schön interpretieren kann. Ja? Und ich finde, dass das im Moment den Ganzen hilft. Lange würde ich es nicht machen. Also, weil was ist so der Mehrwert? Natürlich, so Liebesstorylines in der WWE, ist so ein Thema. Meistens münden sie in einer Hochzeit, die gecrashed wird. Den Kuss hatten wir schon. Also wenn man jetzt im Film sich irgendwie eine Romanze ansieht, ja, wir haben das Ende schon bekommen, sie kommen zusammen, wunderbar, man kann die Flimmerkiste abdrehen. Aber hier, ja, sie hat ihn ja quasi schon, sie hat den Titel, sie hat alle besiegt. Deswegen ist ein Drahtseilakt. Aber um ehrlich zu sein, ist eine Fehde. Ich finde, sie macht es ganz gut mit diesen Winken und ihrer Mimik. Sie ist ja ein hübsches Mädel und Dominik. In seiner Unbeholfenheit, glaube ich, macht er auch ein bisschen mit. Und der Judgment Day, dem hilft es auch irgendwie. Man ist da irgendwie verwickelt. Der Priest ist der World Champion, versucht da die Sachen zu klären. McDonough, beziehungsweise Barlow ist auf McDonough-Niveau, muss man sagen, was nicht wirklich positiv ist. Und für Dominik ist es vielleicht sogar, ja, das Rampenlicht, das genau rechtzeitig kommt, als das Licht irgendwie ausging. Deswegen. Ich bin nicht sehr zufrieden, aber ich bin zufrieden dahingehend, dass man hier ein paar Leute rettet und vorwiegend die Regentschaft von Liv und auch ein bisschen den Charakter von Dominik. Da würde ich kurz anknüpfen. Da haben wir schon die erste nicht komplette Kongruenz zwischen uns beiden. Grüße gehen raus an den User, auch nicht schlecht der Name. Schnacksel316 oder Schnacksel316, 60. auch nicht übel. Er meinte, beim Thema Dominik sei er anderer Meinung, als wir letzte Woche es waren. Er findet, es tut ihm richtig gut, sich vom monotonen Judgment Day abzukapseln. Mit Liv an seiner Seite sehe ich irgendwas Ähnliches wie Eddie und China. Er bräuchte auch einen kleineren Titel, Intercontinental oder US, sehe ich auch so, mit dem er frech angeben könnte. So, ich sehe das tatsächlich ähnlich wie Schnacksel. Das kam vielleicht auch letztes Mal nicht so richtig rüber, wie wir es meinen. Oder vielleicht war es letzte Woche auch ein bisschen anders, als es diese Woche. Ich weiß auch nicht mehr so genau, was ich im Detail gesagt habe. Aber wenn ich mir diese Fehde in Anführungszeichen jetzt angucke, dann bin ich bei Chris, dass es für Dominik gar nicht so blöd ist. Ich sage auch gleich, warum ich das glaube. Bin aber der Auffassung, dass es für den Judgment Day überhaupt nicht gut ist. Aber dem ist es sowieso egal, habe ich das Gefühl mittlerweile. Und es ist für mich auch für Liv Morgan nicht gut. Denn Liv Morgan ist, sorry und no offense, Liv Morgan ist keine AJ Lee. Und das wird sie auch nicht. Und sie Nee, wird ja. auch hier für mich einfach zu sloppy. Also, sie ist bildhübsch, da haben wir oft drüber gesprochen. Sie hat auch ein gewisses Charisma. Aber ich fühle es nicht sozusagen. Sie macht das auch gar nicht schlecht. Das will ich auch gar nicht jetzt irgendwie negativ immer so zerreißen oder so. Aber so wie sie Probleme hat, mit Becky Lynch im Ring in The Zone zu gehen, so sehr hat sie Probleme mit Dominik die AJ Lee-Kiste rauszuziehen. Das funktioniert nicht. Und auch hier wird so ein bisschen 2014 wieder gecovert oder eben auch 2012, 13 mit Punk und AJ Lee und Brian. Damals war es eine Zeit lang auch AJ Lee und Paige, die so ein bisschen da rumlasziv rumgetüdelt haben. Das ist bei Liv schwierig. Und deswegen
tut es ihrem Run nicht gut, weil wenn ich Champion bin, bin ich Champion. Gut, ich verstehe die Story, sie ist jetzt Champion und will Rhea vernichten und will ihr alles wegnehmen, aber weiß ich, also, dann muss ich entweder so mit AJ Lee mit echtem Psychokram machen oder ich mache es als die coole Dominante, die sich um gar nichts kümmert sozusagen. Und hier macht sie so ein Mittelding aus beidem. Sie will so ein bisschen Psycho sein, aber auch richtig cool, die so einen Plan verfolgt. Blöd nur, dass ich ihr beides nicht so richtig abkaufe. Das ist meine Empfindung. Ich kann aber jeden verstehen, der sagt, das wird Liv Morgan gut tun. Und insofern kann ich den Ansatz sogar auch nachvollziehen, weil das, was Liv Morgan vorher ausgemacht hat, das war gar nichts. Also das Good Girl hat nicht funktioniert. Ihre Revenge-Tour war ein Rohrkrepierer. Du musstest was ändern. Das ist auch gut, dass man es gemacht hat. Ob das Ding hier funktioniert oder nicht, wird man abwarten. Auch wenn ich es nicht gut finde, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es overgehen kann. Das will ich gar nicht ausschließen. Glaube ich auch. Ja, glaube ich tatsächlich auch. Wer mir in dieser Geschichte tatsächlich richtig gut gefällt, ist tatsächlich Dominik. Dominik emanzipiert sich hier jetzt langsam oder er kommt weg von diesem Mami-Ausbuh-Heel. Und ich finde, das sieht man auch jetzt gerade. Also er wird immer noch laut ausgebuht, aber das braucht es nicht mehr. Dominik geht gerade in eine andere Richtung und die Buhrufe werden irgendwann aufhören, denn im Moment ist für mich Dominik eher so wie der merkwürdige Vollpfosten-Depp von nebenan. Und das ist ein Gimmick, das ihm steht. Und damit kann er auch als Face overkommen. Und ich sag's euch, er wird als Face damit overkommen. Ich bin mir ziemlich sicher. Wer hier richtig peinlich aussieht, wie so oft in letzter Zeit, ist Finn Balor, der sich immer daneben stellt, dazwischen stellt. Und es wirkt so, als ob er jede Sekunde sagen will, nimm doch mich, ich bin doch frei. Aber ja, wirklich, komm, ja, es ist wirklich so. Also es ist wie der peinliche Typ auf dem Schulhof, der immer dann damals gesagt hat, weil er keine Frau abgekriegt hat, ich beschütze dich vor der Bösen, Klammer auf, bitte nimm doch mich. Genau diese Loser-Rolle. Na, es ist der Typ, der bei der Party dann Flirten mit dem Mädel unterbricht und sagt, hey, was macht denn ihr beide? Genau, ich muss dich jetzt beschützen, so nach dem Motto, weil genau diese Rolle, diese Loser-Rolle, spielt gerade Finn Balor. Ihr kennt das ja vielleicht auch, wenn euch irgendwie Freundin oder Freunde von eurer schlechten Beziehung meinen, beschützen zu wollen, weil die euch nicht gut tut, die machen das natürlich in erster Linie offiziell, weil sie euch helfen wollen. Aber eigentlich wollen sie überall nur rumerzählen, wie toll sie sich um euch kümmern, ja, und sind auch nur frustriert, weil sie nichts klarkriegen. Immer die gleiche Story. Und Finn Balor verkauft sie überragend gerade. Wobei gerade der, glaube ich, nur keine Probleme hätte irgendwie ins Gespräch mit irgendwem, also Männer, Frauen, worauf er stehen mag. Ich habe keine Ahnung, groß ins Gespräch zu kommen. Aber gut, wenn das Selling ist, macht er es großartig, weil er wirkt wie der letzte Pfosten in dieser Geschichte. Völlig verwirrt von allem ist der gute Damian Priest, der sich auch denkt, was für eine Freakshow bin ich hier bloß gerade gelandet. Er versucht noch gute Miene zum belanglosen Spiel zu machen. Lange Rede, gar keinen Sinn. Der Weg, den Dominik geht, finde ich gut. Ja, er verkauft das auch gut, weil man sieht, dass er eigentlich die Liv schon ziemlich heiß findet und er ist auch ein bisschen eingeschüchtert. Er würde ganz gerne, ja, aber Mami wird bestimmt schimpfen, so nach dem Motto. Also das funktioniert und insofern glaube ich, dass es overgehen kann. Liv gefällt mir nicht so richtig, aber ich verstehe, was man von ihr will. Judgment Day, der letzte Husten, was das angeht. Dominik finde ich tatsächlich, insofern sind Chris und ich und Schnacksel 316 uns da einig, Dominik auf einem guten Weg und es tut ihm gut. Es tut ihm wirklich gut. Okay, ja, meine 2 Cent. Das, was super wäre, wäre tatsächlich so ein Midcard-Titel, also US-Championship oder ja, Intercontinental, ja, ich meine, wir werden eh drüber reden, über die Intercontinental Championship, aber ich finde, die North American Championship hat ihm eigentlich super gestanden. Das war eigentlich super, wie man das gemacht hat. Aber ja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt und gehen weiter. Wer ist denn IC-Champion gerade überhaupt? Sami Zayn. So, und ohne Scheiß, dann lieber Dominik. Klingt jetzt hart, aber... Auf jeden Fall, da gehe ich auf jeden Fall mit. Und das ganze Ding, glaube ich auch, das könnte overgehen und richtig stark, weil ich glaube, die Fans stehen auf sowas. Ja, wir kommen zu einem nächsten, vielleicht werden manche Leute denken, hä, wieso redet sie jetzt darüber? Ich denke mal, dieser Mann wird zu Recht jetzt seine Feierlichkeiten von uns bekommen. Sheamus ist im Backstage-Interview und sagt, ja, ich habe jetzt von diesem Kaiser zum ersten Mal Wind bekommen, habe jetzt gedacht, ja, der kann den Mantel von dem Gunther einfach nur sehr gut auffangen, aber offenbar ist dann mehr dran, doch um mich zu beweisen oder um Respekt von mir zu bekommen, gibt es nur eine Möglichkeit und das im Ring. Und die Kevin-Dunn-Ära ist beendet, indem man sieht, die Kamera hält drauf und er geht in Richtung Ring. Wir verfolgen ihn und plötzlich ist er da. Ludwig Kaiser greift ihn an.
Die beiden müssen getrennt werden. Dennoch folgt das Match. Und das Coole ist, Kaiser gewinnt. Wir pinnen nach einem Einroller. Nicht ganz clean, egal, ein Sieg ist ein Sieg. Tja, und dann? Plötzlich unter der Woche, mir ist langweilig und dann wird ein Video geteilt. Ich möchte nicht sagen, in welcher Gruppe, aber ich habe es gesehen und ihr müsst es euch auch anschauen. Ich muss sagen, ich finde es gerade nicht. Ich wollte es nämlich irgendwie mir nochmal später anschauen. Protein-Pumuckl, dann werdet ihr es finden. Protein-Pumuckl, genau, dann werdet ihr es finden. Und ich glaube, unter dem WWE Deutschland bei X, Twitter, wie auch immer ihr es nennt, findet ihr auch eine Promo von Ludwig Kaiser. Und er sitzt da und die Promo ist komplett auf Deutsch. Ich werde es jetzt nicht komplett wiedergeben, aber er spricht über König Rotbart, der wird rasiert. Und Protein-Pumuckl, der quasi hinter dem Keyboard versteckt und einfach nur Sachen auf Twitter schreibt. Der Inhalt ist legendär, aber die Art und Weise, wie er sie rüberbringt, die Intensität, das Deutsch, das Knackige, das Nüchterne, wie er immer mehr sich in Rage redet, am Ende ergeben die Sätze dann fast sogar keinen Sinn. Ja? Ich mag ballern, er ballert, sie ballern, sie alle ballern und am Ende dann noch das Kaiser out. Also wenn ihr es nicht gesehen habt, Leute, schaut es euch an und es ist eigentlich nur konsequent, denn in diesem Mann steckt etwas sehr Großes. Das ist ein unglaublicher Athlet, das ist ein super Promo-Künstler und es ist schade, dass daraus wahrscheinlich nichts wird, weil man merkt, auf dem Twitter-Account von der englischen WWE, es macht auch Sinn, Leute werden nichts verstehen, aber naja, es gibt auch japanische Promos und niemand versteht es, ist es nicht oben. Aber meine Güte, kann eine Promo jemanden elevaten, das ist absurd. Und ich denke mal, hier ist man nicht mal biased, weil es auf Deutsch ist. Vielleicht ein kleines bisschen, aber ich meine, wenn du dir das als Amerikaner ansiehst, musst du dir auch denken, yo, holy, meine Güte. Also ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber offenbar hat er irgendwie einen schlechten Tag. Und ich finde das irgendwie deutlich interessanter und mehr irgendwas, um dahinter zu stehen und sich die Zeit zu nehmen, als zum Beispiel AJ und Cody. Ohne die beiden jetzt immer herzunehmen, aber ist für mich das beste Beispiel, dass man einfach die falschen Leute im Moment in das Rampenlicht steckt. Und wir haben gesagt, ja, diese Leute, warum nicht Ludwig Kaiser? Ja, und warum nicht öfters Promos auf Deutsch? Das hat ja keinen Sinn. Vor allem, WWE steht ja total auf sowas. Man, Hulk Hogan gegen den bösen Russen, Hulk Hogan gegen den bösen Iraner, Cody Rhodes gegen den bösen Deutschen. Mein Gott, Leute, es ist geschrieben, wie es nicht anders geschrieben gehört. Also, ich bin begeistert. Es hat super Spaß gemacht. Ich werde sie mir nochmal ansehen. Unbedingt große Empfehlung. Er hat das Match hier gewonnen. Ich weiß nicht, ob es ihn weiter nach vorne bringt in der Card, aber um dir jetzt auch die Chance zu geben, abschließend, wir sagen es vielleicht etwas zu oft, aber vielleicht hat das mehr irgendwie, wenn ich nochmal das Ganze unterstreiche und vor mir sitze, Ludwig Kaiser könnte einer der besten Heels werden, der besten, vielleicht sogar einer der besten, muss man schauen, wie Gunther weitermacht, aber athletisch, promotechnisch und auch im Ring astrein und ja, ihr seht, ich habe ein bisschen Trauer in der Stimme, weil ich ungefähr weiß, wo es mit ihm weiterhin geht, nämlich wahrscheinlich nach diesem Sieg mit einer Niederlage gegen Sheamus. Aber für das, was hier steht, war das Wahnsinn. Wahrscheinlich die beste Promo des Jahres. Ja, also bin ich tatsächlich auch der Auffassung. Also es ist auch nicht, in welcher Gruppe ich es gesehen habe, aber ich kann euch sagen, wer es reingestellt hat, der gefühlt alle Promos sofort immer sieht und gleich online stellt, das war unser Jens. Und ich dachte, gut, gucke ich es mir mal an. Unglaublich. Also ich packe die Promo auch in den Titel jetzt von unserem Podcast, ja. Weil das muss einfach sein. Also als ob das irgendwie jetzt groß irgendwie interessiert oder so, ist ja gar nicht der Punkt. Aber diese Promo, ich dachte, ich gucke nicht richtig. Vor allen Dingen, wie du sagst, sie fängt stark an, er erzählt da was, haut da irgendwie, was ich, König Rotbart, was wird hier gelandet? Dann den Protein-Pumuckl, da muss ich richtig lachen, weil ich dachte, er wird irgendwie Burger-Pumuckl oder sowas sagen, aber er bleibt dann beim Protein-Pumuckl, was richtig geil ist vom Kommentar her. Und Kauderwelsch dann da nachher irgendeinen Schrott, auf den es auch gar nicht mehr ankommt, weil er sich immer weiter in Rage redend da die Sachen rausknallt, mit einer Leidenschaft, einer Emotionalität,
und einer Coolness auch und auch noch einer Professionalität, die ihresgleichen sucht. Er hat sich nicht einmal verhaspelt. Mhm. Null. Also es wirkte so, als ob die Promo gerade irgendwie on the fly aufgenommen wurde, als ob da mit dem Handy das aufgenommen wurde. War natürlich eine Kamera. Aber ich weiß nicht, ob sie einstudiert war. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich relativ spontan zustande gekommen ist. Ich habe keine Ahnung. Aber egal, ob es einstudiert war, dann war es einfach geil delivered. Oder ob es spontan war, dann war es überragend improvisiert, ohne irgendeinen Fehler. Also egal, wie du es drehst und wendest, es ist einfach großartig gewesen. Und wie du schon sagtest, auch die Amis, die kein Wort verstehen, du kannst ja das Wichtigste mit Subtitles oder so machen. Ja. Aber bei den Japanerinnen versteht es auch keiner. Und ich bleibe ja auch dabei, dass Io Sky, Kairi Sane und so weiter, dass die immer dann stark sind, wenn sie auf Japanisch ihre Promos halten, die entweder keiner versteht. Ich muss sie auch nicht verstehen. Ich sehe ja, was die machen. Ich sehe ja die Leidenschaft und sehe, okay, super. Besser als, dass Asuka da auf Englisch kauderwelscht, was immer traurig anzuschauen ist. Mhm. Ludwig Kaiser kann sogar auf Englisch einigermaßen gut. Aber lass ihn doch auf Deutsch reden. Das ist so eine geile, wie soll ich sagen, intellektuelle Proll-Promo, ich kann es gar nicht besser beschreiben, die er da rausgeknallt hat, auf höchstem Level, für mich auch eine der besten Promos bei WWE auf jeden Fall des Jahres, safe. Und ich glaube auch, er hat ja auch gesagt, komm, beim nächsten Mal Sheamus wird es nicht anders sein, wohl doch leider, aber man wird den Trigger wohl nicht pullen. Zu schön wär's. Aber nach der Promo hätte ich sofort Kaiser gegen Cody gekauft. Aber sofort. Ich hätte auch bezahlen wollen dafür. Also jeden Preis nach dem Motto, nenn mir den Preis, ich zahl's. Und das ist so ähnlich wie, ich meine, der Name ist jetzt blöd, aber Cody macht sein Ding, so wie Cody sein Ding macht. Styles ist bei WWE ein bisschen abgestylt, in Anführungszeichen, weil es eben so ist, wie es ist. Aber bei TV Kaiser habe ich das gesehen, oder meine es gesehen zu haben, was du bei Ric Flair gesehen hast. Wenn du Ric Flair ein Mikro in die Hand gegeben hast, egal ob er 25 oder 55 oder ob er jetzt gefühlt 90 ist, gib ihm das Mikro, sag, Kamera läuft, gib ihm das Scheinwerferlicht und er schreit wie ein aufgestacheltes Duracell-Häschen durch die Gegend, weil er eben einfach so ist. Es ist eine typische Flair-Geschichte. Und das wirst du bei Cody nicht haben. Du wirst es bei Styles nicht haben. Das ist einfach nicht mehr ein Ding. Miss hatte es kurz. Miss hatte sowas, genau, hat es auch, wenn er in gute Fahrt kommt sozusagen. Aber das meine ich, du hast es oder du hast es nicht. Und Kaiser hat es eben offenbar. Und er hat es hier gezeigt. Leider werden es zu wenig gesehen haben. Und das ist bedauerlich. Denn für mich hat er es da gerade gezeigt, lass ihn auf Deutsch ein paar Kauderwelsch-Promos halten, genau mit dieser Leidenschaft, genau mit dieser Intensität und du kannst ihn in jedes Titelmatch stecken. Lass ihn bitte vorher noch ein paar Matches gewinnen, damit es auch ein bisschen legit rüberkommt, aber er hat es doch. Und Chris und ich haben es vor Monaten schon so gesagt, na, da ist doch was, da ist doch was. Und als sie dann ihn von Vinci getrennt haben, dachte ich, oh nein, für Vinci wird es jetzt kritisch, ja, wir haben nichts mehr von ihm gesehen, leider. Wirklich bedauerlich, aber Kaiser fängt sich und Kaiser kann auch verfangen sozusagen, wenn du ihn richtig buckst. Und da bleibt die Hoffnung, sie wird wohl enttäuscht, zumal vielleicht, ja, was ich, Clash at the Castle, da wird aber Sheamus overgehen, da könnten wir von ausgehen, wenn es ein Pay-Per-View-Match wird. Ich befürchte, es wird keins, weil es bei Raw geht, oder sie gehen bei Raw, Even Steven und machen dann das Decision-Match. Also das Decision-Match bei Clash of the Cast. Ich meine, hat TV Kaiser auch ein Pay-Per-View-Match. Ja, es ist auch nicht das Schlechteste, aber er wird es nicht gewinnen. Aber wenn er es gewinnen sollte, heieiei, dann hast du mit ihm aber einen Faktor. Ja, vor allem ich weiß nicht, wenn ich es mir jetzt irgendwie vor die Augen führe, ich hätte da große Lust, so ein Promo-Duell der beiden, weil da hätte ich auch Bock, irgendwie zu sehen, wie Cody mit so jemandem interagiert, weil ich glaube, dass es Cody auch sehr leicht ist. Man, du weißt, wie AJ Styles ist, du weißt, wie Logan Paul ist. So diese, das ist alles, ich möchte nicht sagen WWE-Stil, das hier ist halt nicht so der WWE-Stil. Es ist eher so in your face, ein Rage-Reden, wo das Gesicht rot anschwellt und alle Muskeln im Gesicht mitmachen. Das ist einzigartig. Und ja, ich finde es schade, dass man da nicht ein bisschen risikoreicher ist, aber ja, wahrscheinlich geht es halt darum, dass das kennt, weiß nicht, wie viel sie Tickets verkaufen würden mit so einem Main Event in
ja, Money in the Bank oder so. Das ist halt das Thema wahrscheinlich bei WWE und damit muss man sich wohl auch abfinden. Ja, wir haben es angedroht und jetzt wollen wir natürlich liefern. Chris und Andy sind sich uneinig. Also, Sami Zayn kommt heraus und er ist der Intercontinental Champion, für alle, die es vergessen haben. Und ja, er schaut sich um und sagt, oh, Pennsylvania, ja, das ist natürlich, habe ich gute Erinnerungen, habe hier meine Intercontinental Championship gewonnen. Allerdings, ja, bin ich nicht hier, um mich ein bisschen ja, in schönen Erinnerungen festzukrallen, sondern seitdem ich den Titel gewonnen habe, ist ein Mann mir ein Dorn im Auge und dieser Mann heißt Chad Gable und ja, ich möchte mit dem reden und das Ganze endlich mal beenden und bittet Gable heraus, aber es kommen nur die Lakaien mit Maxine Dupri, Otis und Akira Tozawa. Maxine hat auch ja, weiß nicht, einen Brief, einen Umschlag mit dabei und sagt, ja, Gable ist nicht da, weil seine Zeit ist viel zu wichtig und du bist es nicht würdig, Sammy, aber ich muss dir ein paar Dinge vorlesen, die er mitgegeben hat und dann ja, sagt er, ja, ich habe hier einen Versager-Ninja, ich habe einen Otis, der sein Money in the Bank-Koffer verloren hat, wie ein kleines Kind und Dupri als möchte gern Barbie und ja, Zayn meint drauf, du, also ich weiß nicht, was um was es hier geht, wenn es um ein Titelmatch gehen soll, kannst du es gern haben, aber wichtig ist, dass ihr meine lieben Otis, Dupri und Tozawa, ihr müsst das nicht machen. Ja, ihr müsst euch nicht so behandeln lassen. Ja, das ist ja, das geht ja nicht. Auf jeden Fall möchte er sie überzeugen, aber dann kommt heraus, es war eine Falle von Gable. Er attackiert Zayn und fordert dann Hilfe von Otis. Und dieser zögert, weiß nicht, was er machen soll. Ja, Tozawa und Dupri stehen außerhalb auf dem Ring Apron. Und Otis geht zu ihnen und Gable wirft Zayn Richtung Otis und der knallt gegen Dupri und Tozawa, die verletzen sich beide. Dupri am Knöchel und Tozawa, weiß ich nicht, irgendwo, ich habe es jetzt vergessen. Und die List dahinter, Gable schafft es, Otis davon zu überzeugen, dass Sami Zayn ihn auf die beiden gestoßen hat und das jetzt dann Racheakt geben soll. Und Otis ist sich noch immer nicht sicher, aber packt sich dann Zayn, ja, die Fans waren auch sehr gut mit dabei und verpasst ihn quasi den World Strongest Slam, ich weiß nicht, wie der Name bei Otis heißt. Und Gable ist total happy, super zufrieden. Und wir werden dieses Match auch bei Clash at the Castle bekommen zwischen Sami Zayn und Chad Gable. Es gab dann noch ein Backstage-Segment, um das abzuschließen, wo er sehr happy ist. Dupri und Tozawa sind wirklich verletzt. Und er so, oh, ich finde super, wie ihr im Charakter bleibt. Und du, mein lieber Otis, du bist mein Mann, sehr gut. Und ja, dann ging das Ganze zu Ende und ich fand das ziemlich gut. Hab dann erfahren, dass ich hier unter uns beiden der Einzige bin. Und ich werde meine Motivation dahinter sagen, dann bist du dran und dann werden wir sehen, was da passiert ist zwischen unserer Harmonie. Auf jeden Fall, was ich gut fand oder was in den letzten Wochen passiert ist, ist für mich, ich habe mit mir selbst kämpfen müssen, weil ich bin auch einer von den, ja, ich möchte mich nicht in die Internetfans mit hineinnehmen, weil ich bin da relativ ruhig, der stille Beobachter, aber ich möchte auch irgendwie so eine Kurt Angle Perk Version mit Chad Gable haben, weil das einfach nur gut werden kann. Ja, Gable hat den gleichen Stil drauf, er hat diesen athletischen Stil, den Submission Stil, den intensiven Stil, Suplexen wie ein Gedicht und dann kam eigentlich dieser Heel Turn am Anfang sehr gut umgesetzt, dann die nächste Woche eher schlecht, wo er irgendwie random von Bronson Reed verprügelt wird, dann wieder gut, wie er die Mitglieder von der Alpha Academy zur Sau macht, dann wieder etwas, dann wieder gut und jetzt habe ich meine zweite Woche, wo ich zufrieden bin, weil Gable für mich wie ein Manipulator dargestellt wird. Also er hat diesen Anzug drauf, ich finde es gut, wie seine Venen und seine Adern da rauskommen und wie er versuchen will, die Lakaien auf seine Seite zu ziehen und ich finde es auch immer noch gut, wie Otis und mit ein paar Abstrichen Dupri und Tozawa da mitmachen. Also ich finde, die machen das immer noch sehr, sehr gut. Und ich finde es gut, dass mal ein Heel auch die Oberhand gewinnt. Und ich hoffe auch, dass das Ganze zu einem Titelgewinn führt. Denn was natürlich
schwierig umzusetzen sein wird, ist, das traue ich der WWE einfach nicht zu, dass man diese Zweifel von Otis und auch von den anderen beiden so Woche für Woche mit kleinen Dingen, es muss nur ein kleines Backstage-Segment sein, wo sich die Mimik ein bisschen verändert, wo sie sagen, ist das der richtige Weg? Und dann baut sich das Ganze auf und irgendwann eskaliert es und sie sind dann auf der Seite von Gable und gewinnen Matches und werden immer besser und besser und er wird immer ein Manipulator, der im Ring einfach alle vernichtet und so ein Heel-Champion, der eigentlich eh gut ist, aber sich da durchsetzen muss mit unfairen Mitteln. Das ist so meine Hoffnung. Das werde ich wahrscheinlich nicht kriegen. Aber fürs Erste, muss ich sagen, bin ich hier zufrieden. Ich fand, die Fans waren richtig gut mit dabei, haben entsprechend reagiert. Also die WWE hat es geschafft, glaube ich, auch die Fans ein bisschen davon zu überzeugen, dass das etwas ist, wo man auf jeden Fall investieren kann. Und sie bekommen die Zeit. Und ich finde, wenn Zayn schon etwas machen muss in der Regentschaft, dann ist das hier, finde ich, sogar okay, weil alles andere wäre einfach nur langweilig. Und hier kann er vielleicht sogar der richtige Mann sein, der dafür sorgt, dass wir sowas wie, ja, Saints Aufnahmen in die Bloodline bekommen. Ich muss sagen, ich vergleiche Äpfel mit Birnen, aber man darf ja hoffen. Und am Ende ist es für mich wichtig, wie Chad Gable rüberkommt. Und er ist jemand, der, finde ich, sehr gute Arbeit leistet. Er ist hier für mich auch gut dargestellt worden. Mal sehen, was bei Clash at the Castle passiert. Ich bin happy im Moment und bin jetzt gespannt auf deine Ausführungen, wie du das Ganze gesehen hast. Ja, ich bin tatsächlich bei dir, was die schauspielerische Leistung von allen Beteiligten angeht, bis auf Sami Zayn. Der ist für mich hier ja leider in der typischen Babyface-Peinlichkeitsrolle. Das Segment fand ich wirklich nicht gut. Und zwar deswegen nicht, weil es gefühlt das gleiche war wie letzte Woche. Es war 1:1 das gleiche wie letzte Woche. Chris hat gerade gesagt, mit ein paar Details hat man es garniert. Und diese Details habe ich tatsächlich nicht gesehen. Denn das ist, da sind Chris und ich uns wieder einig. Man muss nicht viel machen. Man muss häufig nur kleine Details einbauen, die viel aussagen. Das war, jetzt werden wir gelüncht für den Vergleich, das ist bei Breaking Bad und Better Call Saul extrem so gewesen, dass man viel mit kleinen Details extrem viel Handlung vorangetrieben hat. Und das ist hier nicht der Fall für mich. Ganz einfach auch deswegen nicht, weil es nicht mehr geht. Weil du hast die Storyline eigentlich schon nach Fest kommt ab sozusagen überdreht. Du bist jetzt an dem Punkt, wo du es eigentlich jederzeit explodieren lassen musst. Wo die Schraube schon überdreht ist. Und zu diesem Punkt hättest du eigentlich erst viel, viel später kommen müssen, wenn man es richtig gut hätte erzählen wollen. Und ich bin da vielleicht auch zu fordernd oder zu anspruchsvoll. Ich weiß nicht, was das richtige Adjektiv ist. Aber du hättest eigentlich, habe ich letzte Woche auch gesagt, und ich wiederhole mich und versuche mich kurz zu halten, du hättest diese Beleidigungsphase eigentlich erst dann bringen können, nachdem Chad Gable sie alle stärker gemacht hat, nachdem sie alle sich verbessert haben und nachdem dann der nächste Schritt jetzt kommen müsste und den kriegen sie einfach nicht hin, aus welchen Gründen auch immer. So, da hättest du ein paar Wochen entsprechend das erzählen können, hättest auch gut erzählen können. Ich sage nicht, dass du es hättest strecken müssen, das wäre fürchterlich gewesen, aber du hättest es aufbauen und gut erzählen können. Die Fähigkeiten haben auf jeden Fall Chad Gable, sie hat auf jeden Fall auch Otis, Tozawa auch auf jeden Fall und Maxine Dupri beherrscht wenigstens den traurig guckenden Gesichtsausdruck. Das kann sie sehr, sehr gut. Was sie nicht gut kann, ist Schwalben beim Fußball zu sellen. Thumbnail hier zeigt es. Ich wusste zuerst nicht, ob das Maxine Dupri oder Cristiano Ronaldo mit Hair Extension ist. Also das konntest du quasi 1:1 austauschen. Also das ist nicht so ihre Stärke. Aber dafür, wie gesagt, Chad Gable, Otis großartig, by the way, auch. Und auch Tozawa, der den besten begossener Pudelbild aller Zeiten hat. Also besser als begossener Pudel und kleines, verschüchtertes Schulkind kannst du es nicht machen. Ich halte Tozawa sowieso für großartig. Also der ist auch ein richtig geiler Wrestler, was leider keiner mehr merkt. So, deswegen bin ich überhaupt nicht glücklich mit diesem Segment, weil es
eigentlich ist ein Strecksegment. Es ist das gleiche wie letzte Woche, nur dass Otis ein kleines bisschen mehr in sich geht. Sami Zayn ist immer noch der, wo wir gerade bei diesem peinlichen Schulhof-Vergleichen sind, er ist der peinliche Typ, der bei der Gang des Bullies sagt, hey, ihr müsst euch nicht von dem ständig rumschikanieren lassen. Ich bin hier Lehrers Liebling und schleim mich immer ein und sorg für Gerechtigkeit. Ja, Schnauzeversager, solche Typen braucht man auch nicht. Und diese Rolle spielt gerade Sami Zayn, ja, den Political Correctness Schülerstreber, den keiner haben will. Und deswegen bin ich mit der Storyline überhaupt nicht glücklich, obwohl, wie gesagt, wirklich alle Beteiligten einen überragend bis guten Job machen. Auch Sami Zayn, er kann aus dieser Rolle einfach nicht mehr rausholen. Es geht eben nicht, weil die Rolle es nicht hergibt. Und alle drei anderen machen es, wie gesagt, großartig bis überragend. Und Maxine Dupri im Rahmen dessen, was sie kann, ja auch gut. Und das deswegen also kann ich keinem einen Vorwurf machen, finde einfach die Storyline überdreht und einfach auch langweilig mittlerweile. Aber ich kann verstehen, dass es overgeht. Als ich dann Otis zwischen Sami Zayn, zwischen Maxine war es, glaube ich, ne? Maxine und Chad Gable gestellt hat, da gab es ja auch einen riesen Pop. Ja. Und ich habe nur gedacht, oh Gott, please get over with. Also ich bin nicht drin. Und es kann sein, dass es nächste Woche wieder richtig gut wird. Das ist ja so eine Fahrstuhlgeschichte mit den Protagonisten, weil, ich wiederhole mich nochmal, die Protagonisten großartig sind, die Storyline leider meines Erachtens unter Wert rausgegangen. Und das erklärt, warum Chris und ich hier heute nicht auf einer Wellenlinie schwimmen, was aber auch nicht schlimm ist. Ich glaube auch, dass das WWE-Publikum hier durchaus hin und her gerissen ist, was diese Storyline angeht. Aber ich bleibe dabei, sie ist derzeit mit TV Kaiser seit neuestem bei Raw eigentlich das Coolste. Definitiv. Und am Ende beim Fazit wird das ja auch nochmal ein Thema. Weiter ging es auf jeden Fall mit einem Match zwischen WWE Speed Champion Ricochet, ein Produkt, das wir beide gegründet haben, nicht wahr? Gegen Braun Breaker. Und zwar nach 8 Minuten hat Braun Breaker gewonnen. Und meine Damen und Herren, ich bitte euch nochmal eine Empfehlung. Ihr müsst nicht das ganze Match sehen, aber der Frankensteiner von Braun Breaker ist der schönste Frankensteiner, den ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Der hat perfekt gesessen. Generell, ich bin ein super Fan von Breaker. Ich finde die Darstellung im Moment sogar sehr, sehr gut. Also nicht perfekt. Ich hätte ihm irgendwie sofort die World Heavyweight Championship gegeben, weil ich glaube, dass dieser Titel um ihn herum wirklich gut ausschauen wird. Aber er ist jetzt Gott sei Dank raus aus dieser ich vernichte einfach alle Jobber-Phase und er kommt da hinein so, das hier ist alles zu schwach, ich mache euch alle platt und wenn ich euch platt gemacht habe, werde ich euch ins Krankenhaus befördern. Und ich finde es auch gut, dass Adam Pearce so immer wieder, was mache ich jetzt mit dem, das ist ein Behemoth, wie ja die Kommentatoren sehr gerne sagen. Ich finde die Darstellung gut, die Entrance, er hat eine Aura und in ihm steckt viel. Also ich muss sagen, Braun Breaker ist ein bisschen meine Raw-Hoffnung, denn so Damian Priest gegen Drew McIntyre, ich denke mal, der Shorter geht over, um die Fehde mit Punk dann beim SummerSlam zu Ende zu bringen. Aber ich muss sagen, ich bin großer Punk-Fan und ich denke mal, er wird auch die Championship gewinnen, aber Breaker muss ihn eigentlich in der Luft zerreißen und dann Raw dominieren mit diesem Gürtel. Er muss alles dominieren und ich muss sagen, was ich auch sehr gern sehen würde, ist nur, ich würde sehr gern, wenn er irgendwie so den Steiner-Namen bekommt. Also Breaker, weiß nicht, für ein Heel klingt das irgendwie lame, weiß nicht, Braun Steiner, weiß nicht, hätte irgendwie, glaube ich, auch aufgrund der Vergangenheit irgendwie mehr Impact. Aber gut, das sind so Kleinigkeiten, aber ich meine, wir gehen dann eh schneller durch die Show, aber das ist mir wichtig, ihn overzubringen. Ich hoffe, WWE vergeigt es nicht, weil dieser junge Mann hat den besten Spear im Roster im Moment. Er hat eine unfassbare Athletik. Er ist ein Powerhouse, der alles machen kann. Und das musst du melken. Das musst du melken bis zum geht nicht mehr. Denn hier hast du, glaube ich, für WWE ihren Topstar, der jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, so wie Ludwig Kaiser, wo man ein bisschen ja nicht dahinter steht, oder Carmelo Hayes, er hat die Statur, er hat das, was WWE braucht und ich hab große Lust auf ihn und hoffe, dass man demnächst diesen Weg mit ihm geht. Ja, habe ich nichts zu ergänzen, Chris. Okay. Alles gut. dann geht es weiter, genau, also vorständigkeitshalber, Kiana James hatte ihr erstes Match seit ihrem
Aufstieg von NXT hat Natalya besiegt, leider sehr wenig Reaktionen der Fans, muss man sagen. Dann gab es auch ein Tag Team Championship Match im Damenbereich. Belair und Cargill haben gegen Baszler und Zoe Stark verteidigen können. Danach haben Isla Dawn und Alba Fire eingegriffen, beziehungsweise auf die Champions auch eingeprügelt. Also werden wohl die nächsten sein, die ein Titelmatch bekommen. Alles für mich zu wenig, vor allem für Cargill. Jey Uso hat gemeint, er möchte Money in the Bank gewinnen. Ja, hoffentlich nicht. Und da würde ich kurz was zu sagen. Okay, bitte, bitte. Alter, war das schlecht. das ist der typische Unterschied zwischen Amerika und Europa. Man hat versucht, hier Jey Uso derart overzubringen, um den Reaktionen zu entsprechen, die er in Frankreich gezogen hat. Und es war teilweise beschämend zuzugucken, was er da gemacht hat. Er sagte, ich gewinne den Money in the Bank Koffer. Yay, super. Kannst du mal bitte weggehen? Also ganz, ganz schwierig. Er wollte das Publikum irgendwie heiß machen. Es wirkte, als ob da so ein paar WWE-Rufer abgestellt worden sind, die zumindest so ein bisschen da reagiert haben auf sein Yeet. Also dieses Segment war mir unangenehm tatsächlich zu gucken, weil Jey Uso mir fast leid tat. Und ich dachte, naja, wenn er jetzt die Crowd sprengt, alles gut. Aber er hat gar nichts gesprengt. Und das wird bedauerlich. Und in der Tat, hoffentlich nicht. Ich finde es gut. Okay, dass die WWE es probiert hat. Aber der muss zurück zu Jimmy und Bloodline gegen Bloodline 2.0 muss aufgebaut werden. Das war, glaube ich, der Zenit in Frankreich. Ich will, dass TV Kaiser Money in the Bank gewinnen. Geil. Das wäre fantastisch, aber ich glaube nicht, dass er im Match überhaupt sein wird. Und Main Event, ja, World Heavyweight Champion gewann gegen Rey Mysterio nach 13,5 Minuten. Alles okay, sehr viele Eingriffe, random Eingriffe. Und dann kam McIntyre raus, wollte eigentlich Damian Priest abfertigen. Der Plan ging nach hinten zurück und er wurde durch den Tisch geworfen. Wird natürlich aufgebaut für das große Match bei Clash at the Castle in Schottland. Und Raw ging dann zu Ende. So, mein Fazit für Raw ist eigentlich ein sehr gutes, obwohl nicht alles wirklich Gold ist, was glänzt, was ich schon gesagt habe. Ich finde, die Tag Team Champions Miz und R-Truth, das ist eine absolute Schande, wie man die bookt. Beziehungsweise Schande für die hübschen Titel, die kommen überhaupt nicht zur Geltung. Also entweder hat Triple H zu viel zu tun oder er hat sie vergessen. Diese Titel müssen zu einem gescheiten Tag-Team und die müssen verteidigt werden. Auch so Strowman, Kalito, das brauche ich alles nicht. Ja. Aber dafür sind einfach für mich auch das Gute, einfach Fäden drin. Fäden, die weitergeführt werden, auch während der Show, das bei SmackDown im Moment nicht stattfindet. Auch wenn nicht alles gut ist, wie wir auch herausgefunden haben, aber immerhin, es passiert was. Man bringt was voran und man hat auch bei gewissen Dingen Lust, auch Zeit zu investieren. Von daher, diese Woche hat für mich Raw, wenn man jetzt den Manager-Modus auf der PlayStation spielt, überholt. Ratingtechnisch, ja, ist eigentlich eh egal in der heutigen Zeit. Von daher für mich eine gute Raw-Ausgabe und deutlich besser als die blaue Schlaftablette, wie wir sie ja genannt haben. Ja, bin ich bei dir. Ne? Also es gab auch da ein paar Ausfälle, wie gesagt, Strowman ist schwierig, der versucht es eben und auch irgendwie nicht so richtig krass over. Jey Uso habe ich angesprochen. Was mir tatsächlich komischerweise gefällt, und ob die Gürtel dabei sind oder nicht, ich finde, so wie du R-Truth jetzt im Moment einsetzt, ist es in Ordnung, weil er kriegt so Backstage-Segment-Schnippler und The Miz geht auch, finde ich, ganz gut drauf ein, auch wenn es schwierig ist, was er da teilweise macht, aber ich finde R-Truth eigentlich so mit so ein paar Segmenten finde ich es gut. Wenn du ihn irgendwie große Storylines reinpackst, finde ich es immer anstrengend mit ihm, aber als Backstage-Segment super, auch wie er sagte, in die Bloodline, in den Judgment Day zu kommen ist echt schwierig und so und sie machen dich fertig, aber im Judgment Day zu sein, es waren die besten Tage meines Lebens. Ja. Und The Miz, hey, wir sind Tag-Team-Champion, das sind die besten Tage deines Lebens und R-Truth. Also ich verstehe nicht, wie du bist so obsessed von dem Judgment Day, Miz. Du machst mir Sorgen und dann geht Truth einfach weg. Also das ist eigentlich ganz süß. Als Schnipsler ist das gut. Ne?
Ist natürlich jetzt nicht so gut, dass sie Tag-Team-Champions sind. Ja, meinetwegen, aber ohne Gürtel. Ja, genau, ohne Gürtel wäre es großartig, wirklich, weil so will ich auch The Miz sehen in so Backstage-Schnippelsegmenten. Ne? Ab und zu können sie auch mal irgendwie von mir aus auch ein Match mal gewinnen, mal verlieren, solange sie länger als 5 Minuten sind und so. Alles, alles gut. Aber so diese Backstage-Schnippeldinger, da ist R-Truth überragend, finde ich tatsächlich. Da fand ich ihn auch cool, dass er wieder overgekommen ist. Nur leider hat man ihn dann so ein bisschen over-elevated gewissermaßen. Und jetzt macht man es wieder richtig. Nur blöderweise, dass sie die Tag-Team-Gürtel haben. Andererseits, meine Güte, ist doch eh völlig wurscht, wer diese Gürtel hat, auch wenn sie sehr schön aussehen. Ja, damit sind wir tatsächlich durch, was Raw angeht. Wir sind ein kleines bisschen zeitlich in Verzug. Ich möchte trotzdem nicht vermissen, ist falsch, nicht vergessen, einige Userinnen oder User-Grüße noch rauszuschicken. Es gibt auch ein paar Fragen, wie wir ja schon gemacht haben. Also, da schreibt die Userin Angela oder der User, der sich einen weiblichen Namen gegeben hat, ich weiß es nicht, fragt, findet denn in Europa wirklich wer mehr als lauwarm? Bin ich verwirrt, kann ich jetzt nichts zu sagen, weil ich die Frage nicht genau verstanden habe. Und die Amis haben ihn lieb, den Sammy, den LA Knight, den Jay Uso, kann schnell wieder umschlagen. Ja, das ist richtig. Das glaube ich auch, wobei die Amis Jay dieser Raw-Ausgabe, sag ich mal, eher so gelangweilt zur Kenntnis genommen haben. Rated RF5 Jericho Holic auf der Startseite. Ist genau wie ich beeindruckt, wie lange sich Cody schon halten kann mit diesem Gimmick in Anführungszeichen. In der Tat, da bin ich jede Woche aufs Neue begeistert, aber es funktioniert. Schnacksel hatten wir schon am Wickel gehabt. Der Hohnback reagiert drauf und führt recht ausführlich aus. Rudi Schneider sagt, Cody ist Wrestler durch und durch, da wird nichts abgenutzt. Grüße an uns, macht weiter, so machen wir gerne. Also ich meine auch nicht, dass Cody sich wrestlerisch abnutzt. Das wird nicht passieren, dafür ist er zu gut. Aber in Bezug auf Gimmick und Overness wird es schwierig in meiner Welt, aber nicht in der WWE-Welt. Da scheint auch alles Chico zu sein. Der User Lobo geht auf den Kommentar von Hohenback noch drauf ein. Phil Brooks meldet sich aus Chicago zu Wort. Er entschuldigt sich für seine Abwesenheit letzter Woche. Er war sehr mit Drew auf X beschäftigt, deswegen konnte er nicht reagieren. Er glaubt, wo wir gerade bei besessen sind, er glaubt, dass Drew von Phil Brooks besessen sei. Er hat auch eine Frage an uns. Er hat in den letzten Wochen auf verschiedenen Seiten und in verschiedenen Foren gelesen, wie man Leute wie Styles und Nakamura bei denen aufgrund deren In-Ring-Leistung die Leute natürlich die beiden mit Titelgold sehen wollen, verstehe, in den letzten Jahren nicht richtig einsetzt. Also es geht darum, ob man Leute wie Styles und Nakamura nicht richtig einsetzt und eben verjobbt. Würdet ihr da mitgehen oder denkt ihr, dass sie selbst es sind, die es für wichtiger fanden, anderen zu helfen und versuchen, overzubringen. Schwierig, ehrlich gesagt. Also ich glaube, bei Styles, der hat derzeit ganz andere Prioritäten, nämlich im privaten und familiären Bereich. Deswegen workt er schon seit Jahren eine gekürzte Schedule, weil er es will. Bei Nakamura glaube ich es mittlerweile auch schon ewig, dass der einfach nur surfen will, ab und zu mal in den Ring steigt und sich seine Lorbeeren oder seine Ernte einfahren möchte, die er sich erarbeitet hat in all den Jahren. Nakamura war wohl eine Zeit lang mal auf dem Weg, bei WWE eine große Sache zu sein. Da hätte er es, glaube ich, gewollt und da hat man den Trigger bewusst nicht gepullt, glaube ich, bei Nakamura. Es sollte einfach nicht sein. Was da die Rolle gespielt hat, ich glaube, es sind die Worte Vince McMahon, die da letzten Endes den Ausschlag gegeben haben und seitdem dümpeln sie, glaube ich, rum, ja. Und Styles hat kein Problem, Leute overzubringen, Nakamura auch nicht, also da ganz, ganz sicher, genauso wie aktuell ja auch Orton und Kevin Owens, die chillen jetzt gerade ihre letzten Jahre und freuen sich. Ich glaube, sie sollen so eingesetzt werden, sie werden auch so eingesetzt. Verjobbt sehe ich das nicht. Aber wir sehen ja auch, wozu es führt. Es ist auch problematisch, ne? Weil Styles kommt nicht mehr over. Nakamura ist es ewig nicht mehr, muss man sagen. Auch wenn er starke Matches hatte vor einigen Monaten. Orton ist over as fuck, aber geht einfach jetzt seinen Weg. Den kriegst du auch nicht kaputt. Das muss noch ein bisschen dauern. Und Kevin Owens funktioniert eigentlich auch ganz gut. Aber ist auch schon seit Monaten angeknackst, was Standing und Overness angeht.
Alles klar. Er sagt auch, dass er sich topfit fühlt und es kaum erwarten kann, Drew zum Schlafen zu bringen. Ja, ich weiß nicht, Chris, wollen wir da, du kannst gerne noch ergänzen in Bezug auf Nakamura, Styles und KO. Ja, also die Gefahr ist, dass ich zu lang rede. Das Problem bei mir ist, dass einfach diese Superstars für mich einfach ein bisschen erledigt sind. Das ist so wie diese Phase damals mit Batista, Cena, Michaels, Triple H, Orton, Undertaker. Das sind wahrscheinlich größere Stars als jetzt so Leute wie Styles, Nakamura, Owens und Zayn, aber alle sie sind halt schon seit 14, 15 da, ein Jahrzehnt. Ich brauche ein bisschen Abwechslung, ich will ein bisschen Frische. Hayes, Breaker, Dragunov. Gib mir auch meinetwegen Ricochet, ja, gib mir einfach Kaiser, so das ein bisschen neue Garde, neue Frische. Das ist im Moment einfach Zufahrt. Ja. Royal Rumbler sei gegrüßt, er grüßt uns, wir grüßen zurück. Er bringt einen interessanten Faktor rein, über den ich wirklich nachgegrübelt habe, ohne sie wirklich eindeutig beantworten zu können. Er hat einen wunden Punkt getroffen. Er sagt, er ist auch nicht der größte Fan der Co-Dirigentschaft, aber es ist beeindruckend, wie lange er es als schafft, als Face-Over zu sein. Das ist in der Tat richtig. Bin der Meinung, Cody ist ein Topstar, aber als Face-Champ Topstar zu sein, ist ziemlich schwierig und deswegen auch immer C. Seine Frage, welche Face-Champions, die den Titel länger gehalten haben, waren die letzten Jahre wirklich unterhaltsam? Mir ist keiner eingefallen. Mir ist keiner eingefallen. Denn auch Daniel Bryans Run war nicht unterhaltsam. Es sei denn, man mag merkwürdige glühende Masken. Also mir fällt wirklich kein unterhaltsamer Run, jetzt auf Zuruf sozusagen, ein, den ich sofort benennen könnte. Ich weiß nicht, ob Brock eine Zeit lang als Face noch Champion war. Glaube ich nicht. Nee. Ja, weiß nicht. Er war WWE-Champion. Und ich glaube, er war der Face in der Fehde gegen Roman. Ja, war er da Champion? Trat er gegen Roman als Champion? Ja, es war ja dieses Champion gegen Champion-Match. Ja, dann würde ich Brock sagen. Aber ja, Brock ist halt ein Tweener, ja. Aber ja, eben. Brock ist kein klassisches Face. Ich muss zugeben, ich habe da auch lange, lange drüber nachgedacht. Und ich habe tatsächlich auch jetzt niemanden gefunden. Weil immer, wenn ich meine, jemanden zu haben, merke ich, oh, der war Heel, zum Beispiel Becky oder eben Roman oder irgendwie, ich ging dann ja so weit zurück bis, weil Cena, war das unterhaltsam, als Cena Champion war? Nee, überhaupt nicht. Das ist ja das Thema, ja. Von daher, ja, fair enough, wirklich, fair enough. Vielleicht Punk 2011, ja, aber ja, da musst du echt 13, 14 Jahre zurück. Zugegeben, es ist unangenehm, weil man. Aber ich glaube, wir haben auch Cody ein bisschen in Schutz genommen, weil was willst du denn machen? Aber ich weiß nicht, ich glaube trotzdem, wenn du jetzt mit jemandem wie Carmelo Hayes gehen würdest, das wäre sicherlich unterhaltsam. Ja? Aber klar, das ist auf jeden Fall ein Wunderpunkt. Und Face ist Carmelo ja nur auch nicht gerade, ne? Also eher so ein bisschen bitchig kommt er. Ja, er ist im Moment, ja, also, stimmt, er hat jetzt auch einen Heel-Turn. Also sauschwierig tatsächlich, da irgendwie auch im Damenbereich zu finden. Ich überlege gerade auch im Damenbereich. Bianca, ja, Bailey wurde ja in dem Moment ätzend, wo sie Champion wurde. Ja. Ja, ist nichts. Also fällt uns tatsächlich nichts ein. Also sehr gut, Wunderpunkt angesprochen. Alle wollen immer Faces sein, aber so richtig unterhaltsam als Face, schwierig. Also Owens hätte es gekonnt, das weiß ich. Aber auch Sami Zayn, schwierig. Also schwierig, schwierig. Ja, das war die Startseite. Ich weiß nicht, Chris, wenn du noch magst, ein, zwei YouTube-Sachen. Sehr gerne, ja. Ich werde einfach ein paar Leute grüßen, damit wir weiter vorankommen. Ich nehme hier einfach mal Musuara, der hat nämlich ein Herzal dagelassen. Das ist gut. Ja, Gordon Ramsay hört übrigens genauso wie CM Punk rein. Das ist auch sehr gut zu wissen. Cold Claudia, Fortunate Professor Lucky Tamaki, Enses, auch Seth Rollins hört zu, merke ich gerade. Ich bin wundervoll. Nicht ich, sondern der User heißt so. Oh, die Kohlensäure möchte ich grüßen. Leider Disgusting. Ist Paul Orndorff, glaube ich, schon gestorben. Deswegen passt das irgendwie auch. Ja, das war ja Mr. Wonderful. Ich guck mal, Paul Orndorff noch lebt. Moment. Ja, schau mal. Vibe Waves, Cantuccini, The Phenomenal One, Mortimer von Piskenbrock, Morox und Shitsu Waya, Linkstart, Raphael Divoro, Dr. Blue Jules, Y2J2K24. Alle seid ihr gegrüßt, vielen, vielen Dank. Es ist unglaublich, dass YouTube auch nach der großen WrestleMania-Welle noch immer so lebendig ist. Also ja, ich hoffe, dass das keine WWE-Bots sind. Irgendwie habe ich das Gefühl, immer nach den Weeklies kommen da so viele Kommentare. Also
Hoffentlich seid ihr alle echt. Leute, seid ihr es? Bitte beantwortet. Genau. Am besten mit einem Kommentar. Aber was wird wohl ein KI-Bot sagen, wenn wir fragen, seid ihr es? Er wird sagen, ja, ich bin es. Ja, ich bin es. Klick auf diesen Link xxx666. Genau, irgendwann werden die KIs auch Ich bin kein Roboter richtig machen können und das dann entsprechend hinkriegen. Ja, faszinierend. Schließlich noch Grüße an den User Rigel, der gesagt hat, Mensch, ihr müsstet doch WWE Speed total toll finden, weil das geht ja alles so schnell. Er hat also wieder sich eine Spitze nicht enthalten können. Ich habe daraufhin gesagt, nee, viel zu schnell. Die entspannte Flottheit ist das, was ich möchte. Hast du ein Match davon gesehen mal? Nö. Keine Zeit, du? Nee. Also da muss man erstmal sich hinsetzen und das einschalten und das klang für mich irgendwie so, keine Ahnung, 205 Almost Live oder so. Ja, es ist ein Twitter-Exclusive, also. Ach ja. Gott, nee, komm, hör auf. Also das klingt mir schon wieder alles so anbiedernd, das interessiert mich dann tatsächlich überhaupt nicht. Dann sind wir diese Woche auch schon fertig, haben wieder fast 2 Stunden auch gemacht. Wie gesagt, immer wenn wir glauben, eigentlich ist nicht viel los, haben wir die Details, die uns dann irgendwie interessieren. Schlussworte nicht aus Wien, sondern aus München und dann machen wir einen Deckel drauf. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, für die lieben Worte auch immer Woche für Woche. Ich bin gespannt, was Rigel jetzt herausgefunden hat in unseren Ausführungen. Wir haben Speed nicht gegründet, falls das Leute glauben. Nächste Woche kommt ja schon die Preview, es geht flott voran, oder? Ja, genau, Clash at the Castle. Und so, ich hoffe mal auch wieder in der besten Sendezeit. Vielleicht schaffe ich es dieses Mal auch live. Und da freue ich mich drauf. Und freue mich wieder auf nächste Woche. Mal sehen, was für eine Matchcard auf uns wartet. Im Moment hat ja WWE sowas wie einen PLI-positiven Lauf. Deswegen hoffe ich, dass das so weitergeht. Und wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Genießt das gute Wetter. Grillsaison ist eröffnet. Ich habe das für euch jetzt eröffnet. Ihr dürft es grillen, ja. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ja, toll. Hier ist das Wetter leider immer noch eher ätzend im hohen Norden. Ja, der Sommer will gar nicht kommen. Und mit Entsetzen habe ich zur Kenntnis genommen, dass ja, ich glaube, 21., 22., 23. die Tage schon wieder kürzer werden. Das finde ich mal ganz fürchterlich. Eigentlich sollten die Tage doch bitte erst im August kürzer werden. Aber dann wird der Herbst auch richtig eingeläutet. Da habe ich immer große Probleme mit, dass der Sommer eigentlich noch mitten da ist, aber die Tage schon wieder kürzer werden. Ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt. Man muss auch ein bisschen komisch sein, glaube ich, um das so wahrzunehmen. Aber das macht mich immer ganz traurig. Ja, in dem Sinne, bleibt gesund, bleibt fröhlich, grillt, wo das Wetter gut ist und wo es nicht gut ist, da grillt ihr eben nicht, macht ihr irgendwas anderes. Ja. Wir freuen uns auf euch nächste Woche. Mal gucken, was uns Gable und die Alpha Academy so kredenzen und ob vielleicht TV Kaiser dann schon das 2. Match in Folge im Main Roster gewonnen haben wird vor großer Kulisse. Spannung über Spannung, wir berichten drüber. Freuen uns auf euch, macht es gut. Tschüss. Ciao.